wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich bin es auf jeden Fall. Ich habe Bock auf diese Partie. Und ja, ich bin fit aus dem einfachen Grund. Ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. War gestern jetzt auch nicht Fußball gucken. Habe die erste Halbzeit geguckt. Da stand es gut drauf. Dann habe ich danach die Werbung gesehen, beziehungsweise die Nachrichten habe ich schon wieder ausgeschaltet. Keine Ahnung, ich fühle es nicht mehr. Immer so ein kurzer Real Talk. Einblick bei Albi. Keine Ahnung, allgemein Fußball, EM, WM, kein Plan. Ich weiß auch nicht, vielleicht mit Freunden zusammen chillen, ist es ganz geil bestimmt. Aber ich feiere eher das hier. Für mich E-Sport, Big Spiel, Attack Spiel, deutsche Teams, die international was reißen, da werde ich mehr abgeholt und da habe ich mehr Bock drauf. Das ist eher meine Welt, wo ich auch die Energie rausziehe. Ja, viele haben ja richtig, ich habe ja Instagram voll gesehen, die sind ja nach München gefahren, da sogar ins Stadion gewesen und sonst irgendwas. Die haben gefeiert, die haben getrunken, die haben Spaß. Vollkommen korrekt, vollkommen in Ordnung. Meine Welt ist es nicht, aber wie gesagt, ich ziehe hier alles raus, da freue ich mich drauf. Das ist halt genau mein Ding, ja. Deswegen. Ach ja. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf diese Partie. Ich guck mal ganz kurz noch, was ich habe, ob ich eine Nachricht bekommen habe. Leider nein. Weil ich habe hier ein bisschen reingeguckt und es gibt ja hier so Global Points, auf jeden Fall auch für die CCT-EU oder allgemein für die Championship Series. Und ja, da ist Maus NXT richtig weit vorne. Und ich frage mich gerade, warum Big ist hier noch gar nicht aufgelistet in der aktuellen Liste hier. Jetzt guckt mal rein. Noch kein Big dabei oder bin ich blind? Ne, ich bin nicht blind. Kein Big-Logo gesehen. Maus NXT mit 275 Punkten, total heftig. Klar, wahrscheinlich overall, aber die Serie 5 ist ja jetzt gerade das hier. Da haben sie gerade mal 25, also alles gut. Aber dieses Overall-Ding ist ja immer so, dass man dann in die Global Finals kommt. Da müssen wir irgendwie, haben wir eigentlich auch ganz gute Dinge gehabt. Big war da gut dabei. Und ich weiß nicht, ich sehe sie nicht. Die wurden ja auch in die Global Finals gesetzt. Also die waren auf jeden Fall dabei. Also keine Ahnung. Man muss sich mal nachgucken. Habe ich mal nachgefragt, ob es eine Liste gibt, wie die Punkteverteilung ist dann später, wenn man hier was gewinnt. 25 Punkte für Platz 2 anscheinend hier. Oder wie auch immer. Für die Series 3. Aber Series 3 ist ja etwas anderes. 105 Punkte. Egal, ich habe keine Ahnung. Wir werden uns gleich überraschen lassen gegen Permita. Die sind ja ready. Hier gibt es auf jeden Fall auch schon die Pick and Buns, wie ihr oben sehen könnt. Wir fangen mit Nuke zuerst an. Leider habe ich wieder falsch rum ins Overlay gepackt, aber Big kommt bei mir immer beim Overlay erstellen immer first. Deswegen nicht alles immer 100%. Wenn ihr zum Beispiel Ausrufezeichen Bracket eingibt, dann kriegt ihr ja die Infos, wer was gepickt hat. Deswegen aber trotzdem, wir spielen zuerst Nuke. Dann gibt es Ancient. Ja, haben wir ja gestern gesehen. Ancient war ja eine Glanzleistung. Mit 13:0 haben wir das Ding rasiert einfach gegen die Jungs von Team Space. Und der Decider heute kein Das 2, sondern Vertigo. Da habe ich letztes Mal ja Attex gesehen. Das neue Vertigo bin ich ehrlich gesagt echt noch unschlüssig. Ist sehr, sehr schwierig zu bewältigen, sehr, sehr schwierig zu bewerten. Bin ich sehr gespannt, wie Big das spielt. Das wäre das erste Mal, dass ich auch in High Class, also Text ist ja nicht schlecht, sind auch gut dabei, aber noch ein Ticken besseres Team wahrscheinlich jetzt hier sehen kann, wie die Vertigo spielen. Wenn es dazu überhaupt kommt, ich hoffe, wir werden Nuke und Ancient einfach fertig machen. 2-0, ab geht's ins Halbfinale, dann sind wir alle glücklich. Dann, wenn wir Glück haben und heute Big gewinnt und morgen Big gewinnt, dann haben wir morgen zweimal Big im CCT, weil morgen wird das ganze Turnier zu Ende gespielt. Die beiden Halbfinals werden gespielt und abends noch das Finale. Also da bin ich dann auch am Start. Ich denke mal, ich werde morgen komplett alles übertragen. Also, außer Big kommt nicht weiter und Bleed auch nicht, dann habe ich nicht so Lust drauf. Aber wenn Bleed da reingeht, dann habe ich schon Bock drauf. Ich denke mal, da werde ich mir alle Games reinziehen, die dann morgen gespielt werden. Halbfinale genauso wie Finale. Also Bleed und Big, einer von den beiden, muss auf jeden Fall weiterkommen. Wäre schon sehr, sehr wichtig und gut für mich, für euch. Ich hoffe, ihr habt Bock auf diese Partie. Ja, aber ansonsten wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu verkatert nach diesem Deutschlandspiel, falls ihr es geguckt habt. Sind ja alle freudiger Dinge mit, 5:1. Was habe ich gelesen? An allen 6 Toren sind wir beteiligt. Also gab es ein Eigentor oder was, aber wen juckt's? Wenn man 5:1 steht, ist natürlich schon heftig. Aber na gut. Wie ihr seht ja auch, bei Sonics gibt es wieder Watch Party, dies, das. Leider, glaube ich, wird man den Ehrengast dann nicht sehen vor der Kamera, aber der zieht sich natürlich das Big Game auch rein, also wer Bock drauf hat. Normalerweise, glaube ich, die Leute, die dann hier vielleicht mal reinschalten, jetzt bei mir, gucken ja sonst immer auch bei Red, glaube ich, würde ich jetzt mal ganz hart behaupten. Und der ist ja gerade auf Malle, der kommt ja erst heute wieder, wahrscheinlich wird er morgen dann euch auch eine Watch Party ballern
auf seinem Kanal. Können wir gut vorstellen, wenn er wieder heute Abend zurückkommt. Der lässt sich sehr gut gehen gerade. Ich hoffe, wir werden jetzt gleich anfangen und ins Spiel live reingehen. Aber wir haben ja noch hier vielleicht ein, zwei Minütchen. Auf jeden Fall können wir ja schon mal in-game reingehen. Da haben wir jetzt auch nochmal Musik, ein bisschen von den Leuten. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht zurück irgendwie auf die Caster. Ansonsten wäre es natürlich problematisch. Aber ich hoffe, ihr habt richtig Bock drauf. Wir sind ready. 1080p sind auch aktiviert. Da bin ich auch sehr happy, dass es auch wieder funktioniert. Alles ist gut. Ich glaube, die Musik könnte ein bisschen zu laut sein, aber da müssen wir jetzt durch hier. Ich hoffe, es ist nicht zu laut bei euch. In-Game-Sound ist halt auch ein bisschen leiser. Dann werden wir uns hier gleich so richtig fett das Ding reinziehen, Alter. So richtig fett. Ich habe Bock drauf. Nuke eigentlich auch eine gute Map, muss ich ehrlich sagen. Big hat mir sehr gut gefallen, die letzten Male, wenn ich sie da gesehen habe. Ich glaube, man zwar immer am Ende so ein bisschen verloren, aber es war dann immer ein bisschen bitter. Und wir gehen rein. Wir gehen rein, meine lieben Freunde. Viel Spaß hier, CCT Season 2 Series 5 EU Playoffs. Big gegen Permita. Und die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Binox, Mask, Pavaku ist, glaube ich, neu dabei. Tomiko und Mary. Deswegen gibt es da auch jetzt kein Bild von dem jungen Spieler. Bei Permita. Aber Mess sagt mir was und dann sieht hier Posos mit der Double Brettern. Hat den ersten schon connected. Das kriegt man hier erstmal die Molle auf. Die ist aber daneben gegangen. Gut für Big, dass man da erstmal weiter angreifen könnte, wenn man will. Aber man lässt sich Zeit. Man braucht die anderen Big-Spieler. Der Plan von Permita ist erstmal durch. Hauptsache, die Produktion läuft heute wieder sahnig. Und ohne Lex und sowas heute Morgen. Der Cache ist leer. Und mal gucken. Krimbo kommt schon. Schönes Ding von ihm. Direkt der Opener hier. Zum Retake von du. Mary. Oh, was macht der? Junge, der will's wissen mit der Glock, der wird geblockt. Er weiß, einer steht vor der Tor. Infos gibt's komplett, aber Binox mit dem Double-Bretter-Frag. Tapsen dafür mit dem Refrag. Man kann an den Diffuse rangehen, man weiß, einer ist jetzt hier. Auf jeden Fall, der Pommes, der wird gepusht, aber Mask von der Main ist gut dabei. Man muss irgendwie die Spieler rausnehmen, man hat keinen Diffuse-Kit. Das ist die Runde wahrscheinlich für Permita bitter. Ganz bitter für Big. Das sah sehr gut aus, aber haben sie gut ausgespielt hier bei den CT-Teams. Sören bestraft die nochmal. Aber der geht nochmal hops. Egal, 1-0, da sehen wir es. Mary ist gut drauf. Der ist happy. Und Permita ist, glaube ich, ja doch. Hat man gesehen, polnisches Team. Dabson kann bestimmt mal was auf polnisch rüberschreiben. So, ey. Guten Morgen, Kaito. Schön, dass du hier bist. Also ab geht die Luzi. Egal. Wir forsten rein. Big ist confident. Die sagen sich, man kann hier gut auch Close Fights, Todesengel spielen. Und schöner Schuss hier von Sören. Genau diese Reflexe möchten wir später sehen mit der AWP. Auf jeden Fall, weil solche Shots sind doch Gold wert. Guck mal, wie viel Leben hat Mass noch? 31, da geht nichts mehr. JDC ist ready, wie immer diese Doppeldeckung, immer Sören, JDC. Das ist so ein Dreamteam. Man sieht es immer, Sören, JDC. Man muss mal darauf achten, welche Zweierteams eigentlich immer so gebaut werden. Jetzt hier bei Big. Aber man sieht öfter JDC und Sören. Dann manchmal, würde ich sagen, Tabs und Krimbo und Prosus so eher alleine immer. Aber mal gucken. Jetzt leider Prosus gefallen mit der Scout. Die Molo kommt. Man geht hier eventuell über die Rampe runter, schon Richtung B. Aktuell macht man es aber nicht. Man hat einen kleinen Fake gespielt. Hat anscheinend nur ein Spieler abgestellt. Noch nicht mal das. Man hat einfach nur gefaked. Man lässt sich davon nicht beirren. Prosus ist ready immer noch. Jedenfalls was kommt. Oh, der Reflex ist da. Krimbo. Genau das meine ich. In dem Fall ist es Krimbo, diesmal alleine unterwegs, das ist Prosus mit einer super Position, aber der kriegt direkt ins Gesicht von der AK und die Mollo könnte nochmal den Go aufhalten. Schöne Mollo gegen drei Spieler, JDC muss aufpassen, links von ihm kommt wieder durch. Oh, der Klick, Versuch gegen Binox, der wär's gewesen, der wär's echt gewesen, brutal. Liegt da eine gute Waffe für Krimbo, vielleicht die Waffe mitnehmen und safen. Ich denke mal, das ist auch der Plan jetzt hier gerade von Big Exit Frag jetzt hier gegen Tomiko. Ah, aber das passt auch nicht bei Tapsen, schade. Jetzt ist nur noch Krimbo, der sollte hier doch mal eine Waffe aufheben, aber ich glaube, die hat er schon mitgenommen, beziehungsweise seine Waffe findet er besser. Guckt euch jetzt an, er geht sogar wahrscheinlich auf Exit Frags, hofft hier, dass irgendjemand noch kommt. Wird abgezielt. Krimbo weiß halt nicht genau, kommen die jetzt von der Leiter oder gehen die auf Main raus? Einer ist der Erste, ist gelaufen. Jetzt ist er bekannt. Die Step von Mary hat er auch gehört. Und links sieht auch noch einer, wird auf den Kopf kriegen. Ja, das war's. Für Krimbo, der hat nicht nach links geguckt mehr. Aber egal. Schaden wurde gemacht und Mary überlebt auch noch. Alles gut. Ein bisschen Geld kann man trotzdem bei Permita aufbauen. Und Froschonati. Moin. Oder Froschontai, ne? Der Name
War nicht so einfach jetzt auszusprechen. Einfach Frosch. Frosch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut wach geworden und willkommen im Cast von Big Permita. Durch den Push jetzt hier, Full Echo. Wir haben eine Pumpgun bei Krimbo. Der hat Bock so ein bisschen, hat sich ein bisschen Geld reingeladen mit 2 Frags. Deswegen kann er sich einfach mal auch eine Pumpgun gönnen. Ein bisschen auf Joke-Basis, ein bisschen auf Spaß. Vielleicht kann er damit einen Frag ziehen. Irgendwie sich eine AWP, sage ich schon. Eine AK sneaken oder sowas. Das wäre schon ganz cool. Würde ich extrem feiern. Wo steht eigentlich Krimbo? Der steht hier noch vor der Double Door, ne? Guck mal. Der gesamte Rest von Big hier außerhalb. Ein bisschen am Ablenken. Und da war. Nee, oder hast du da Pommes drin? Wo ist Krimbo? Zeig doch mal Krimbo, Mann! Ist doch egal, was die jetzt die Jungs abfarmen. Ist halt so. Die haben keine Chance. Krimbo, da sehen sie X-Ray, ist auf dem A-Spot. Jetzt ist es nur Krimbo hier aussehen. Oh, er ist schon sitzen. Zweiter Pass. Krimbo und Bock. Jetzt irgendwie an die Waffe kommen. Er ist zu weit weg. Jetzt nochmal ein bisschen mehr Schaden. Er will in den Nahkampf gehen. Schade. Schön gemacht, natürlich. Ganz gut, gut ausgespielt. Mit Safe von alle starken Waffen hier bei den Tees. Und nun geht's rein in die erste richtige und wichtige Runde für Big. Ab jetzt heißt es Gas geben. AWP bei Saison schon drin? Ja, Glas geben könnte man machen. Ja, wird gewechselt. Habt ihr das gesehen? Was für ein Spielzug hier. Krimbo, der holt das Catch raus, um dass er hier Saison die AWP legen kann. Saison kauft die M4 für Krimbo. Und dann schöne Utility für beide am Ende zu haben. Das nenne ich doch mal Teamplay. Aber Saison würde ich jetzt... Oh, Saison vielleicht noch im zweiten Diffuse würde ich feiern. Ich bin immer so ein Mensch, der oft mitbekommen hat, dass dann auf einmal Diffuse-Kids fehlen. Nur Prosus hat eins. Könnte vielleicht eins zu wenig sein. Zwei finde ich mal besser als eins, aber die wissen, was sie tun. Und Susan weiß ganz genau, was er tut. Der erste Frag sitzt. Der zweite vielleicht auch noch. Susan ist da. Die Produktion hat keinen Bock, uns hier die geilen Shot nochmal zu zeigen hier. Mit dem Außenfrag Binox, okay. Der gönnt sich. Jetzt schalt zurück. Ist schon lange vorbei. Da ist doch niemand in der Nähe. Eieiei. Wahrscheinlich Ein-Mann-Produktion. Der muss alles alleine machen. Das wäre natürlich überheftig. Respekt an den Observer hier. Wenn er auch noch nebenbei, keine Ahnung, was alles machen muss. Trotzdem Vorteil hier für Big. Angeschlagener Mary. Und JDC, Tubson, Krimbo und Susan noch volle Leben. Die sind heiß. Die haben Lust, die erste Runde jetzt hier gleich zu holen. 3:1. Ich spüre es. Ich fühle es. Ah, man ist schon weit vorne. Wer steht da in der Nähe? Ist überhaupt jemand da? Ja, Susan ist hier, ne? X-Ray-mäßig sieht man es ja sofort. Susan. Das Timing könnte unglücklich werden. Susan, das Timing jetzt. Und gar keine Chance, weil niemand hat die Informationen gegeben. Niemand guckt in der Main rein. Die kommen einfach genau perfekt da durch. Ganz, ganz eklig. Kann man den Feld aufhalten. Wichtig von JDC. 1:2. John, Mann. Wichtige 2 Frags. Ganz, ganz wichtig für Big. Wieder der Vorteil bei den Jungs. Wieder der Vorteil. Tubson kommt dazu, um diesen Double Peak zu bringen. Noch eine Flash. Er dreht sich weg. Und JDC regelt alleine mit dem 3K mit Susan zusammen. Die AWP, glaube ich, kann man auch safen. Krimbo wieder einmal. 3:1. Wahrscheinlich Chrissy. Danke, Grüße gehen raus. Bin noch ein sympathischer Typ. Tschüss, fein gebildet. 5:1 gestern bin ich auf jeden Fall motiviert. Okay, stark. Mich hat es jetzt nicht motiviert. Mich motivieren die Jungs hier. Die regeln. So früh am Morgen, 10 Uhr, beide Teams ready. Die Polen in derselben Zeitschiene ja wie wir, der Mieter. Deswegen, dass die überhaupt wach sind. Dass die überhaupt wach sind, Mensch. Ganz stark. John ist ready. Hätte sich auch mal rasieren können, definitiv. Mal gucken. John jetzt hier. Oh, das kommt einfach frech durch, dieser Mask. Starker Spielzug, aufpassen. Irgendeiner kann durchgekommen sein. Ich glaube, das hat man nicht auf dem Schirm. Doch, Prosus guckt. Prosus. Schade. Keine Chance. Mask in einer wirklich guten Position. Direkt fällt wieder einer bei Big. Das ist so frech gewesen. Dieses Smoke, die da oben liegt, ist natürlich so gut. Da kannst du einfach durchkommen. Tapsen dafür. Wichtiger. Den kommt schon, Tapsen. Der muss sein jetzt hier. Der muss sitzen. Komm, hol ihn dir. Bitte. Bitte Tapsen. Jetzt kommt schon. Nein. Mary unglücklich. JDC, aber wenigstens einen. Die Bombe noch nicht geplantet. Doch, ist geplantet. Was erzähle ich? Ist jetzt hier eine andere Anzeige. 3 gegen 3. Susan hat einen wichtigen Shot gelandet gegen Tomiko. Will man nochmal in den Retake gehen? Ganz schwierig. In dem Moment, JDC muss den Fact hier ziehen gegen Binox. Und der macht es. Jetzt kann man den Retake angehen. Mask ist bekannt. Spavak hinten in der Ecke. Run and Gun. Krimbo fällt. Wichtiges Ding. John, rechts checken, bitte. Die Ecke checken. Oh nein, keiner guckt hin. Es ist Susan mit dem Schuss seines Lebens. Wunderschön. Diffuse Kit hat er dabei. Und reicht es? Oh mein Gott, ganz close. Aber es sollte passen. Ja, Mann. Big, eine zweite Runde. Was für eine teure Runde, aber egal. Big holt es. Schuss deines Lebens war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ey, der war wichtig. Ja, okay, kann natürlich sein hier mit dem Observer.
Aber trotzdem habe ich auch schon ein bisschen gehatet gegen den Sob, gegen die Produktion. Weil manchmal, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich drüber nachdenke, dass es halt dann, dass er vielleicht alleine ist. Aber ansonsten habe ich auch schon ein bisschen gemeckert. Ich bin auch da so ein Meckerkopf. Auch ganz normal. Wir alle am Start. Ist einfach so. Man muss ja, der kann alleine sein, weil es natürlich eigentlich sehr schlecht wäre. Ich denke nur an die Entity Productions, kann ich nur empfehlen. Also zwei, drei Leute müssen es halt mindestens sein. Einer muss halt für die Replays zuständig sein, einer als Observer, der dritte packt halt dann alles andere zusammen als Mix obendrauf. Und da muss es halt gut laufen. Und für solche Produktion, für solche Teams sollte schon eigentlich auch eine gute Produktion da sein. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Ja, man weiß ja nie, kann natürlich alles Krankheitsfälle sein, kann man natürlich mit reingehen, aber trotzdem, da muss man trotzdem ein bisschen Hate raushasseln, weil manchmal schon. Weil im Endeffekt, klar, es ist im ersten Moment natürlich ein bisschen Emotion. Aber wenn man professionell sein will, was man ja eigentlich sein sollte auf dem Level, denke ich schon, muss man halt dann irgendwie auch einen Ersatz haben, denke ich mir. Wird ja auch schon bestimmt viel Geld gekostet haben hier, dass man bezahlt hat. Also, dann nur Theorien, am Ende kriegen die trotzdem Ärger. Sollen neue Rechter kaufen hier, wenn alles leckt. Gestern hat es ja richtig krass geleckt im 16 Uhr Spiel. Wahrscheinlich war wirklich der Cash voll, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt ja ein cleanes Game. Aber egal, zurück, weg von den Observern. Jetzt läuft es ja jetzt ganz gut. Hoffen wir mal, dass die Jungs jetzt hier nochmal wieder die nächste Runde holen. Schön aufgepasst, hab's nur angeschossen. Jetzt den Reflex, hab's und komm schon. Schön gemacht. Egal, Tomiko ist dahinter. Ist nicht so schlimm. Natürlich klar, dass was geht, aber vielleicht direkt die nächste Bombe. JDC wird gebankt. Oh, das findet gerade nicht. Jo, oh mein Gott, John. Wie geil ist das denn? Nein, so close. Jetzt fällt Krimbo. Schade gegen diese UMP, aber wichtige Shots hier von JDC. Und alle sind Richtung... sind da vorne gegangen, Posos ist ready. Und er kriegt das Ding ins Gesicht, aber John ist da. Der hat doch Sparbuck schon gefühlt. John, komm schon. Da gibt's die Smoke und der Diffuse. Der wird nicht reingesprayt, wird einfach durchgesucht. Das ist es. John wird überleben, kein Problem. Der dodgt die Shots, Newton regelt's. 3 zu 3. Big holt die nächste Runde, dank JDC und wieder mal Newton. Ah, schöne Runde. Ja, Smoke, oh, das ist ein schönes Wort. So ein Smoke-Criminal. Au! Alter, der müsste mal direkt... Ey, das ist geil, Alter. Was muss ich mir merken? Ich hab mal Bock, irgendwann eigentlich so einen Funcast zu machen. So wie es halt dieser eine Spanier oder so gemacht hat. Und jetzt, wenn man so Smoke... durch Smoke-Fracks macht, dann erstmal Michael kurz einen Michael-Einspieler, so, weißt du? Boah, das würde ich voll fühlen jetzt gerade. Ey, ich muss das unbedingt irgendwann mal einrichten. Wenn ich die Zeit habe, dann... ich muss da mal so eine Fun-Dinger machen, weil sowas ist übergeil. Bestimmt voll lustig auch. Geil. Tommy, servus, grüß dich, grüße an dich natürlich auch noch. Und die anderen auch noch, die eventuell dich jetzt hier den Cast reinziehen. 42 Leute, danke dafür, meine lieben Freunde. Also, weiter geht's. Runde Nummer 7. Und Big sieht gut aus. Drüben hat man jetzt reingeforst oder Halfby gespielt hier. Tapsen mit der Pistol gegen Pistol, warum nicht? Kann man machen. Prosus. Prosi, was ist da los? Schade, kann nur ein bisschen connecten, aber macht den Frag nicht. Trotzdem alles noch im grünen Bereich. Wir haben Krimbo hier auf der richtigen Position. Und normalerweise holt er doch hier den 4K raus. Aber JDC ist da. Und der cleart es. John. Schuss geht raus. John De Castro, meine lieben Freunde. Wie er lebt und lebt. Und immer noch. Er kann Deutsch, meine lieben Freunde. Er ist Deutscher. Ist hier aufgewachsen. Kommt von Unicorns of Love. Vorher, glaube ich, Expert Online hat er gespielt. Keine Ahnung, wo er noch gespielt hat. Danach hat er natürlich sich selber hochgegrindet. Ja, ich sag's euch. Unicorns of Love war eine seine Station. Erster Kontakt mit Kakafu. Viele, glaube ich, wissen das gar nicht. Dann hat er fast ein... er ist aus Unicorns of Love rausgegangen, weil er einfach sich selber... er wollte sich selber was beweisen. Hat gegrindet, viel gestreamt. Und dann hat er jedes Angebot, viele Angebote abgelehnt. Bis er dann zu... ja, wo alle ihn kennengelernt haben wahrscheinlich. Zu Mausboard gekommen ist. Mega geiler Typ. Hat eine geile Season gespielt eigentlich. Leider raus. Oh, jetzt gibt es hier bittere Shots gegen uns. Aber jetzt wieder bei Big. Von Simulation mit Zyuson zusammen connected. Und wieder bei Big zurück. Und hier zeigt er uns wieder, was er kann. Leider ist gerade gefallen. Genauso wie Prosus hier in dieser Runde. Tomiko angeschossen. Aber Zyuson ist einfach wirklich ein Banger hier auf der Map gerade. Einfach geil, wie stark unsere AWP ist hier. Biggs AWP. Zyuson ist on fire. Und guck mal, Krimbo hat auch noch ein AWP. Sehe ich jetzt erst. Und was erzähle ich? Krimbo war es mit der AWP, ich Idiot. Ich bin ja ein Volltrottel. Ich denke, AWP, das kann doch nur Zyuson sein, aber es ist Krimbo. Krimbo kann das nämlich auch. Zack, AWP, Krimbo. Ja, die Flash ist dodged einfach ohne Probleme. Steht ganz woanders jetzt, aber kommt der Schuss. Einfach mal auf Gönnung. Krimbo Nummer 2. Da ist er.
Oh, Tabs mit einer guten Position auf der Pommes. Kein Problem, der snackt hier die Mayo rein. Oh, hinter dir. Was passiert da? Oh, nein, schade. Mary findet ihn zuerst. Krimbo und Syson. Beide mit der AWP. Jetzt kommt hier Syson gerade raus. Kriegt viel Schaden. Es ist ein 1 gegen 2, sehe ich gerade. Nicht ein 2 gegen 2. Es wird hier geplantet. Krimbo wahrscheinlich jetzt hochgekrochen. Jetzt geht's nach vorne. Ich hoffe, Syson macht direkt den Instant-Shot. Syson! Nein! Ja, Krimbo jetzt raus. Bitte mach diesen Mega-Shot. Bitte, Krimbo. Krimbi. Er bleibt an der AWP. Gib mir Inlay von Krimbo, bitte, Produktion. Nein. Verdammt. Schade. Schade, schade. Ja, so ist es von FPL zu Maus. Das war ein schöner Grind. Also ich habe es nur am Rande so ein bisschen gehört. So, er hat viele Angebote bekommen, auch von anderen Teams. Deswegen, aber wenn ihr euch für das Interview angehört habt aus der EPL Season 19 jetzt, müsst ihr euch mal daran erinnern, Interview von Tapsen, wie er über JDC spricht, dann müsst ihr mal genau hinhören. Im Endeffekt, jeder ist in seiner Bubble drin und der hat JDC gar nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl er von ihm gehört hat und so Maus und so, aber er hat ihn nicht so gehabt, sodass er so krass ist. Aber so kann das Leben manchmal gehen und deswegen, ich bin davon überzeugt, persönlich, ich habe nie mit jemandem gesprochen, ich kann es nicht verifizieren, aber... Der Kontakt zwischen Syrson und JDC dann bei Zero Nation hat einfach den Kontakt gebracht, auch dass man JDC auf dem Schirm hat. Und ihr seht, der hat so einen Mehrwert. Ich glaube, die lachen alle, wenn sie Offline-Finals sind. JDC bringt so einen guten Vibe. Und das bringt so viel fürs Team, deswegen mega. Und auch ein Syrson sieht man immer lachen jetzt, ne? Wenn man mal in die Kamera guckt. Aber ihr seht, er hat gar keine Kamera angeschmissen, gar keinen Bock. Aber der erste Track ist da. Syrson, diesmal er, derjenige mit der AWP, nicht Krimbo vorher. Deswegen sorry an Krimbi. Aber der ist auch krass. Der ist alles krass. Es bockt einfach an. Schöne Partie bisher, 4-4. Natürlich nicht leicht. Krimbo jetzt hier mit der Pistole. Mast mit der Flash. Im Support, im Rücken. Keine Chance für Krimbi. Fällt hier dafür, aber Syrson immer noch mit der AWP. Mary kann nicht mit hinterherkommen. Da kommst du nicht durch. Der hat was dagegen. Prosus diesmal. Boah, das Timing, schade. Ich habe kurz gedacht, es wäre ein MP9. Aber der Anschluss der von der 5-7 ist schon mal da. Connected von Tapsen. Der kann ja auch nochmal supporten. Smoke nochmal ab, um ein bisschen Raum einzunehmen. Und Mast immer noch nicht durch. Hat noch keine Tür aufgemacht und auch noch kein Window aufgeschossen. Damit weiß Big unten ist noch nicht so viel Action, aber man muss damit rechnen, dass einer hier unten auf B kommt. Syrson zählt auch ab jetzt. JDC mit der M4. Mast hat ihn nicht auf dem Schirm. Komm schon, nein! John schon wieder daneben, aber egal. Wir haben immer noch Prosus da mit der Pistole. Ein Schuss, ein einziger Schuss. Tapsen aber mit der MP9. Macht nur einen. Jetzt Prosus, bitte. Syrson, du machst schöne Reflexe von ihm einfach. Und jetzt kann Prosus das Ding noch beenden. Komm schon, Posi! Ja, Mann! Einfach run it! Mit Gewalt hinterher hier! Gar kein Problem! Big holt sich hier diese Half-Buy, diese Force-Buy. Oh, richtig schön. Richtig schönes Ding. Richtig geile Runde von Big. 5 zu 4. 5 zu 4 in dem Moment. Und ganz ehrlich, sagt mir mal, was meint ihr? Das fühlt sich doch so an wie, das Spiel, wie gestern. Big fühlt sich richtig gut an gerade schon. Es ist kein Start jetzt so wie auf Anubis und so gegen Team Space, sondern auf hier auf Nuke. Es läuft, die Jungs gut drauf, sie treffen, es geht gut rein. Es ist ausgeglichene Partie, sage ich jetzt mal. Wir haben ein spannendes Spiel. Mich bockt es gerade massiver. Mehr als das Deutschlandspiel, ganz klar. Also, seine Execute-Power hier, aber niemand zu sehen. JDC kann alles callen. Das ist der Fake der Fakes. Krimbo! Komm schon, aber die überrenne ich schon. Krimbo, der ist noch nicht ganz da. Aber Syrson mit der AWP. Ah, den Schuss hätte ich jetzt komplett gefeiert. Aber Tapsen jetzt. Oh, der kann jetzt hier gleich richtig performen. Tapsen, komm schon, Junge. Tapsen, gestern wurde über ihn gemeckert. Jetzt sagt euch, der macht jetzt hier die Frags. Nummer 1 hat er. Nummer 2 macht er auch kein Problem. Tapsen, nochmal kurz innegehalten. USP regelt auch. Was für ein geiler 3K. Ich sag's euch, der alte Mann. Kein Problem, er ist immer noch on fire. Prosus kommt dazu von der Seite. Und diese Runde, Grüße gehen raus, schenkt euch Tapsen. 3 schöne, saubere Fracks. 6 zu 4, die Halbzeit ist schon mal eingebonkt. Von der ersten Halbzeit. Und der bleibt weiterhin. Das sage ich ja, guckt euch das an. Tapsen bleibt weiterhin bei seiner MP9. Das ist halt das, was ich gestern auch schon gecallt habe. Er spart das Geld, er geht auf die Supporterrolle, er weiß hier auf Nuke, gibt so viel Angles, so viel Close Fights, du kannst mit der MP9 so viel Schaden machen, ähnlich wie mit anderen Waffen, manchmal sogar besser als mit anderen Waffen. Denkt nur einfach nur Pumpgun Actions oder was auch immer, weil es gibt einfach so viel Winkel auf der Map, was diese kleinen Waffen so stark macht einfach. Und Grüße genauso auf Poco Counter-Strike, kann ich euch nur empfehlen, der hat gerade ein Video gemacht über Nuke, mal so nebenbei reingedroppt. Guckt euch das an, gibt es auch ein paar geile, lustige, geile Infos zu dieser Map.
Jetzt ist natürlich Tapsen leider gerade gefallen. Hättest du aber jetzt treffen können, Junge, um mich zu untermalen hier. Aber ich sag's euch. Der hat einfach das Geld auch für die nächste Runde. Und wir, guck mal, er weiß einfach, der Rücken ist da, Sison. Direkt die erste Frag schon wieder. Jetzt Posus, das Timing, Posus! Nummer 1 hat er! Schade, der hat viel gefühlt, hat das, wo Mary ungefähr war, aber dann hat es nicht gepasst. Trotzdem wieder ein 3 gegen 3. Kleiner Vorteil, Domiko jetzt. Ja, auf jeden Fall der Vorteil für die T-Spürson. Oh mein Gott, gefährlich. War das ein Anschuss? Hat der gerade einen Anschuss gemacht? JC fällt leider. Aber trotzdem, jetzt kann er nach vorne gehen. Jetzt gibt es nochmal eine Smoke. Er hat die Spieler gesehen, aber Spabaku auch ihn. Schade. Schade. Aber Tapsen kann jetzt hier eventuell, hätte ich jetzt gedacht, die Hero AWP droppen. Aber er hat hier das Geld für die M4. Also das allein deswegen auf dem Schirm gehabt. Schade, hat nicht gepasst. Diese Runde haben die Jungs gut gespielt. Gab natürlich ein, zwei Situationen, wo man hätte jetzt perfekte Frags machen können. Hier Krimbo ein bisschen Pech gehabt. Ihr seht's. JDC wurde gut geholt von Tomiko. Muss man sagen. Aber 6 Punkte schon mal. Und wir haben ja jetzt noch eine Runde. Ist mega geil. Da denke ich auch, dass ihr die Seite besonders auf diesem CS2. Wir haben MR12 nur. Ist schon mal eine sehr gute Sache. Ist halt nicht mehr wie früher in 1-6. Dass die CT-Seite, dass du nur die Pistole am Anfang auf der T-Seite gewinnen kannst und dann vielleicht 3 Runden holst. Und das war's dann. Deswegen schöne Support-Flash. Krimbo geht vor. Schön gesehen. Und der macht auch den Frag hier. Tapsen parallel auch. Wunderbare Opener für die letzte Runde der ersten Halbzeit für Big. 3 gegen 5. Tapsen jiggelt, sieht Binox. Er weiß ganz genau, wo Binox ist. Mask hinter ihm. Die Smoke Lil hilft ihm noch. Jetzt geht Binox vor. Prosos steht close. Gefährlich. Tapsen immer noch unbekannt. Und der ist richtig in der Zwickmühle. Oh mein Gott, Tapsen. Kommt er da irgendwie raus? Kriegt eine Support-Smoke nochmal. Jetzt kann er rauskommen. Mask ist aber durchgerannt. Keiner hat auf dem Schirm. Prosos faced Mask vielleicht. Wobei, Mask ist komplett durchgelaufen. Das ist eine eklige Position. Jungs, drückt die Daumen. Drückt die Daumen, dass Mask keinen Impact bekommt. Krimbo, er läuft schon zurück oder was? Nein, läuft er nicht. Er guckt weiter außen. Er guckt auch weiter. Tapsen fällt. Die Information wird geholt. Tapsen hat gar keine Chance. Jetzt dreht sich irgendwie umkommen. Einfach umdrehen. Einfach mal auf Intuition umdrehen, Tapsen. Auf Intuition umdrehen. Das wäre so gewesen. Hätte ich so geil gefeiert. Prosus ist da. Wichtiges Ding. Krimbo rettet Prosus. Die beiden Jungs schon wieder ready. Und es ist nur noch Spavaku. Die AWP anscheinend von dem Team von Permita gegen Krimbo. Verschießt. Und die Tech-9 macht es. Was? Was zur Hölle ist das für eine Tech-9? Jetzt bin ich ganz kurz choked, meine lieben Freunde. Bleibt cool. JDC hat es auf dem Schirm. Er weiß ganz genau, es geht hier Richtung den B-Spot. Er plantet in der Smoke. Macht die Tür auf. Und nicht mit JDC, meine lieben Freunde. 7. Runde für Big. Mann. Boah. Da geht's ab bei mir auch im Kopf. Schön gemacht von John. Ganz wichtiges Ding am Ende. Du meinst, mit CSS gab es MF15 oder so. Bei 1.5 war ja vor 1.6. Aber, Frosch, du hast vollkommen recht. Ich erinnere mich nicht mehr daran, weil ich habe 1.6 nie aktiv gespielt. Ich war 1.5-Spieler. Habe ich mal geil gerockt in Internetcafés hier in Berlin. Da habe ich mich, ich weiß nicht, habe ich mich, glaube ich, selber letztes Mal gesehen. Ich muss nochmal fragen, ob ich irgendwelche Bilder bekomme von der E-Sport, von dem Internetcafé, wo Mausbot damals gegründet wurde. Ich dachte, das wäre mein Hinterkopf. Egal. Zurück zum Spiel. Kurz mal wieder Real Talk. Sison rennt einfach durch. Prosus den zweiten. Die Piste sieht sehr gut aus. Mary macht zwar den Frag, aber kriegt direkt einen Megashell. Hat nur noch 12 AP. Jetzt hier oben. Spabaku hat keine Chance gegen Tapsen. Beziehungsweise Prosus, weil Prosus ihn verbrennt. Die Molo natürlich mega perfekt. Und der war zu dreist. Und die Runde geht doch an Big. Jetzt startet es genauso wie vorher. Big mit der Pistole Nummer 1. 8 zu 5 sollte safe sein. Und Tomiko probiert es. Im Nahkampf kommt Prosus nach vorne. Prosus will es wissen. Der will ihn jetzt überrennen. Aber die USP ist natürlich heiß. Und der letzte Schuss hier gefühlt. Der macht es. Mary auch nochmal JDC. Aber die Zeit reicht nicht mehr. Der Diffuse kannst du niemals durchbekommen. Niemals im Leben. Außer das Diffuse-Kit. Passt. Nee, mir wurde auch gesagt. 1.6 wurde auch MR12 gespielt, wurde mir gesagt. Ich habe halt nie auf professionell oben gezockt. Ich weiß gar nicht mehr, wann haben wir gezockt? 1.5 haben wir, glaube ich, geballert. Kann schon sein, dass auch da MR12 einfach war. Ich habe alles vergessen. Ich habe da eine überlange Pause gehabt. Dann habe ich Hearthstone gespielt. Also viel später danach, aber danach kam erstmal World of Warcraft.
andere Spiele wie League of Legends, Diablo, was auch immer. War ich irgendwie weg mit Counter-Strike, weil einfach nicht mehr meine Welt. Keine Ahnung, war einfach so, hat sich so ergeben. Und dann irgendwann kam ich wieder zurück. Ab und zu haben wir wieder das Spiel gespielt, aber kam einfach nicht dazu. Counter-Strike Go, gar nicht mehr in der Welt. Aber ich hatte Bock auf Cast. Und Cast ist ja so mein Ding. Brüllen ist halt meine Leidenschaft, wie man mitkriegt, glaube ich. Als halber Italiener hat man einfach ein lautes Organ, das man hier überbringt. Und Cast ist ja sowieso Geschmackssache. Der eine mag es laut, der eine nicht. Deswegen gibt ja auch einen englischen Cast, wer Bock drauf hat. Also, rein geht's per Meter Forst, genauso wie Big zuvor. Hoffen wir mal, dass wir nichts Krasses abbekommen. Deswegen Daumen drücken für Big. Kein Klick jetzt von Tomiko, nichts hier. Nichts anbrennen lassen. Mary holt sich schon Prosos, das ist nicht schön. Tomiko holt sich Krimbo. Noch so eine Dinger. Jetzt aber wichtiges Ding, jetzt muss man irgendwie aufpassen. Jetzt geht man vielleicht zu schnell hinterher. Zwei Spieler schon warten auf Big da unten. Tomiko ist angeschossen. Mass mit dem nächsten Brett hier, mit dieser Galil, die er bekommen hat. 2 gegen 4. Die Runde scheint gerade zu zerfallen. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Jetzt bitte, komm schon. Tapsen. Wer ist es? User on his timing. Es ist doch nicht so was in, Mann. Jetzt muss es JDC alleine machen. Komm schon. 1 gegen 4. 2 hier unten. Double Frag. Nummer 1 hat er. Nummer 2 macht. Oh, Mann. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Da muss man die Experten fragen. Am besten Book of Honorsburg anschreiben. Ey, genau diese Klicks, die wollte ich nicht haben. Oh Mann, ganz bitter. Daumen drücken für Big, die haben reingeforst. Natürlich, man hat kein Geld. Permita hat sich jetzt hier natürlich eine starke Runde erarbeitet, die jetzt ein ganz schön viel zurückbringt. Tomiko mit einem 3K, Sios und holt zwar den Frag. Spabaku kommt vor. Es ist Krimbo alleine auch wieder mit der Tech-9. Kann er vielleicht noch irgendwas retten hier? Kann er vielleicht nochmal klatschen? Den ersten hat er, den zweiten. Hol dir Mary. Oh no, was für ein Ding! Krimbo! Er macht die Runde ja auf für Big. Er macht die Runde auf. Wir können glauben. Believed einfach weiterhin für Big. Er hat die Bombe. Jetzt wird zurückrotiert. Wo sind die beiden CTs? Einer wartet schon unten. Er muss nur noch hier den einen Spieler besiegen. Krimbo muss nur hier vorne Binox klar machen. Der wartet unten auf dem Spot. Eine Minute Zeit. Was wird Krimbo machen? Was geht in Krimbos Kopf vor? Das ist jetzt die spannende Frage. Jetzt ist vielleicht wieder so ein Ding, wo uns dann später Tapsen Geschichten erzählen kann. Wie hat das Krimbo ausgespielt? Was hat er sich gedacht? Wie hat er gedacht über die Gegner? Ihr seht jetzt Mask außen noch hier an Red anscheinend unterwegs. Und Krimbo läuft hier einfach rum. Ich weiß nicht, was er sich hier gerade ausdenkt. Er geht hier einfach am Main. Kranke Scheiße. Er geht jetzt 100% geht er hoch. Er wird hochgehen, wird auf A droppen. Das ist der beste Play, den er, glaube ich, gerade bringen kann. Er checkt hier alles ab, ob hier irgendeiner Sneaky Peaky drauf ist. Und jetzt geht's weiter. Er kann nur hoffen, dass er von Glück sprechen kann. Alles wird ausgecheckt. Niemanden gefunden bisher. Jetzt wird nochmal so ein bisschen weiter die Engels abgeklappert und dann runtergesprungen wahrscheinlich. Und jetzt wird geschwellt. Mask ist schon ready. Und jetzt wird geplantet hinter dem Silo. Trotzdem wichtiger Plant, wichtiges Geld. Da kann man erstmal nicht bangen. Krimbo weiß ganz genau, dass einer in der Main ist. Jetzt gibt's nochmal eine Smoke, eine Granate hinterher. Die ist gar nicht so schlecht. Macht sogar Damage. Wenn er jetzt Mask rausnimmt, mit dem Schade. Aber Binox ist auch vom Timing her da. Schade. Schade für Krimbo. Trotzdem gut gedacht. Gut gedacht. Binox schnell reagiert. Trotzdem wichtiger Plant. Was machen die Jungs? Na, ein Halfby. Maximal. Jetzt nicht übertreiben. Zurück zum Spiel. Wir sehen nochmal ein paar Pistols hier von Big. Dann geht es erst in die Waffen. Dann wird es natürlich sehr schwer. Also Daumen drücken natürlich ist die Ansage. Big muss halt geile Spielzüge bringen auf der T-Side. Es wird natürlich nicht einfach werden. Wir werden hier wirklich wahrscheinlich wieder eine knappe Partie bekommen. Es ist der Pick vom Gegner. Wir kommen danach auf Ancient. Danach geht es wieder gut, hoffentlich rund für uns. Vielleicht wird es ein 3-Mapper, aber einfach nur belieben. 8-8 Ausgleich wahrscheinlich für Pyramida. Je nachdem, vielleicht kriegen wir wirklich auch mal ein paar geile
Lackschotzen hier raus. Krimbo, gönn uns bitte mal ein paar geile Bretter. Würde ich so feiern. Krimbo wird geboostet, sucht hier die Gegner, aber keiner zeigt sich. Mary total passiv, Binox passiv. Das ist doch komplett assi von denen, Alter. Das kann doch nicht sein. Hier ist einfach so gute Deckung. Jetzt Krimbo, jetzt sieht er den Spieler, jetzt ein Anschlussversuch ist da. Binox wird einfach jetzt hier überrannt, aber der macht die Frags und Mary dazu auch. Scheiße. Die Jungs sind gut dabei. Keine Chance mit der Pistole, nimmt sich auch die Deagle mit, die eine. 8-8 Ausgleich und jetzt geht es los. Jetzt geht's los. 3, 4 AKs, Susan. AWP oder nicht AWP? Glaube ich, wird gerade kurz mal schnell auch besprochen in 4 Sekunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht entweder nochmal ein taktische gibt. Und er kauft die AWP. Er kauft die Glaskennen rein. Er hat sogar noch eine Rüstung, hat noch gepasst. Rüstung, eine Flash, AWP, let's go. Daumen drücken für Big jetzt. Jetzt heißt es Gas geben. Sie sind schon sehr weit vorne. Jetzt wird hier überall reingehasselt. Utility fliegt rein gegen die CTs, für die CTs. Es wird sehr actionreich. Tomiko unten pusht schon vor hier. Und Spabaku mit der AWP. Wie vorher schon mal angekündigt, er ist der AWP-Spieler. Ich hoffe, er trifft nichts. Wir können nur hoffen, dass der einfach nichts kann mit dieser AWP. Wir lieben. Und wer ist denn da gerade schon in der Garage drin? Welcher Frechdachs? Prosos ist da! Was? Mess, Junge! Erzähl mir noch nichts! Was war das denn bitte? JDC, Dankeschön! Nummer 1, JDC, pass auf! Da ist noch ein zweiter, hab's auf dem Schirm, ja Mann, JDC ist ready! Tabs, ein schönes Brett! JDC, nein, 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 JDC dreht sich um! Ah, verdammte Axt, jetzt aber hol den Frag, schön von Tabsen Nummer 2! Da ist er doch, Tabsen! Wichtige zwei Bretter von Tabsen, einer von JDC und der Vorteil wieder bei uns! Und schön von Krimbo! Was Mess kann, können wir alle auch! Boah, was für ein Brett, aber trotzdem. Und es ist nur Spabaku. Geht offensiv gegen die AWP vor. Krimbo fällt. Jetzt ist er bekannt. Wechselt auf die AK. Aber Syoson zielt ab. Und die Runde geht an Big. Was für eine schöne Runde für Big. Oh Mann, aber ich habe ganz kurz... Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber... Als Mask diesen... Weiß ich, was für ein Schuss das gerade war gegen Prosos. Dachte schon wieder, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier was zur Hölle ab. Aber Tabsen... Und JDC haben draußen einfach mal... Das, guckt euch an. Sprachlos. Hey, zeig doch mal die Frags von JDC, Mann. Wie interessiert Mary jetzt hier? Hier an die Achillesferse. Egal. Sehne. Schönes Ding. Big. Die erste Runde. Jetzt die zweite Runde. Daumen drücken. Ganz wichtige Runde. Wenn wir die haben, dann geht was. Aber Spavaku holt Susan. Der Start nicht gut. Bitter. AWP weg. Wir brauchen an anderer Stelle erstmal die Runde. Weil wenn sie jetzt die Runde holen, haben die Jungs drüben bei Permita kein Geld. Und wir kriegen locker die 11. Runde. Eine sehr, sehr wichtige Schlüsselrunde für Big. Natürlich auch für den Gegner. Weil dass sie weiter hier durchhalten, brauchen sie diese und natürlich Folgerunden. Weil wenn Permita die Runde verliert, dann steigt der Druck massiv. Boah, und zum Glück verschießt Babaku. Der ist ja nicht ganz zielsicher. Tabsen an der AWP versucht es. Prosos fällt auch gegen Mary, der hier mal kurz auch von unten hochkam. Jetzt haben wir hier doch ein paar Probleme. Wir brauchen jetzt einen Helden. Wir brauchen jetzt bei Big irgendeinen Clutchmaster. Irgendjemanden, der hier einfach findet. Krimbo sucht. Hat gecheckt. Findet in der Main erstmal niemanden. Denn JDC findet den ersten. Wird auch nicht angehittet. Jetzt oben ist Babaku. Ah, Tabsen verschießt. Unglücklich. Was ist da los? Gestern die AWP war richtig clean. Aber egal. Alles noch drin. Man will Richtung A angreifen. Krimbo ganz nicky-picky. Jetzt gegen die AWP. Wenn er jetzt das Timing hat, bitte hol ihn die einfach. Jetzt Babaku, komm raus. Babaku. Einmal komm doch mal raus. Jetzt check doch mal nochmal draußen. Jetzt will er nach vorne kommen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Keine Ahnung, als wenn er das hier weiß, gerade wo er abzielt. Jetzt bitte. Timing für Krimbo, bitte. Einfach. Ja, jetzt das Timing. Ist doch perfekt. Wunderschön für Krimbo. Muss auch mal sein. Es muss nur noch Binox gefunden werden. Die Molo für Pommes ist gut. Krimbo hinter dir kommt Tomiko. Oh mein Gott. JDC fällt hinter dir. Krimbo. Tabsen einen. Tabsen Legende. Mach die zwei. 5 Sekunden noch. Er muss die AWP safen. Oh Mann. Schade. Ganz bitter. Schöner Playzug. Schöner Spielzug von Tomiko. Damit hat Krimbo nicht gerechnet vom Timing. Die Runde geht an den Gegner. Aber trotzdem viel Schaden. Viel Schaden gemacht. Also soweit... Ist Permita noch nicht über den Berg. Wir werden reinforcen mit dieser Hero AWP. 100% denke ich. Oder? Was macht Big? Die forcen. Sie forcen rein.
Oder? Er hat wieder verkauft. Die überlegen noch. Taktische Timeout hier bei Big. Nochmal zurück. Alles auf Null. Wahrscheinlich gibt es dann doch vielleicht nur die Hero AWP. Könnte ich mir auch vorstellen. Der Punkt ist halt, man kann jetzt sich entscheiden. Forcen wir, versuchen wir noch mehr Damage zu machen. Halten wir die CTs klein oder gehen wir lieber auf Nummer sicher? Ich glaube, der sichere Spielzug wäre jetzt der. Grüße geht raus. Ich glaube, wäre so der Gobit-Thema, so dass man lieber auf sicher spielt. Das neue Lineup würde ich eher jetzt hier sehen, wenn man jetzt schon den Call bringt, dass man Gobi so, sag ich jetzt mal, was eine Change haben möchte, dass man hier reinforst. Und ich glaube, das ist ja auch der Best. Das ist der dynamischere, der Versuch einfach mal. Einfach mal Eier zeigen, einfach mal probieren. Und ich glaube, es kann auch belohnt werden. Sowas wieder High Risk, High Reward. Sowas kann auch immer tief bestraft werden am Ende, so das ganze Ding. Und Krimbo belohnt hier schon mal. Aber Tomiko direkt mit dem Refrag. Jetzt muss Susan hitten. Susan muss hitten, mal Mary mit dem zweiten. Jetzt hat man natürlich nochmal die AWP bei Tapsen. Alles noch gut. Tapsen mit dem Refrag gegen Mary. 3 gegen 3. Jetzt ist wieder alles offen. Sehr, sehr wilde Partie. Sehr, sehr wilde Partie jetzt gerade. Oh, Tapsen hat hier gerade wirklich... Der hat hier die 1-6 Vibes. Der könnte hier treffen. Oh mein Gott, Vinox macht es wirklich. Die Deagle probiert es. Mal schnell die Bombe aufheben. Sparbaku auch hinterher. Und es ist nur noch Tapsen alleine. Ah ja, jetzt ist es genau passiert. Der High Risk, High Reward ist halt backfired. Das muss Tapsen alleine carryen. Er sucht... Und wird gefunden. Schade. Wie viel Geld haben wir? Jetzt müssen wir safen. Und damit hat Perimeter jetzt hier schon wahrscheinlich die 11. Runde. Weil jetzt in den Tunnel reinzugehen mit dem Force natürlich bitter. Schade. Mal probiert. Der Call war jetzt nicht ganz verkehrt. Aber er wurde halt dann leider doch bestraft. Wahrscheinlich denkt man auch so, scheiße, hätten wir jetzt doch nur den Halfby gemacht. Hätten wir nur die Hero AWP gespielt. Hätten wir jetzt die AKs. Hätten wir jetzt die Waffen mit Full Utility. Und hätten nur 10 Punkte auf dem Schirm. Und wer weiß, was die AWP gemacht hätte. Weil wir hätten anders gespielt. Aber die Fragen kann man sich später stellen. Die muss man halt lassen. Man muss auch ausprobieren. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig hier für Big, dass man auch mal solche Moves bringt. Weil es ist ein ganz anderes Style einfach, wenn man sowas macht. Und auch nicht verkehrt, ein bisschen Risiko zu gehen. Ist halt CS2. Viele Teams gehen dieses Risiko, werden immer belohnt. Und da wird sich immer beschwert, warum Big da mal so und so spielt. Deswegen denke ich schon, war das auch ein Versuch wert, mal zu probieren. Wir sehen es. Deagles bei Big. Und jetzt darf gerne mal ein paar Klicks verteilt werden. Aber Tomiko auf Kante hier regelt mit den Shots gegen die Deagles. Eieiei. Komm schon. Nochmal ein Boost hier für Sjurson. Auch das wird unterbrochen. Keiner zeigt sich jetzt. JDC vielleicht. Gerade wäre es gewesen, hier Mary einfach rausschießen. Wir haben einfach kein Glück, ne? Also Permieter macht es sehr gut, zeigt sich gar nicht gegen die Deagles, versucht es sehr, sehr passiv. Machen sie super. Und JDC hat auch keine Chancen somit. Die 11. Runde und jetzt Daumen drücken, meine Lieben. Jetzt ist wieder so weit, wie vorher auch schon. Wir müssen jetzt holen. Ansonsten ist wahrscheinlich die Map weg. Also, Daumen drücken für Big, für den Big Clan. Die brauchen euch. Prozos, Tabs, JDC, Krimbo und auch Sjurson. Utility ist da, Waffen sind da. Jetzt muss gefeuert werden. Der Gegner hat jetzt wieder ein gutes Polster. Also das heißt, zweimal hintereinander gewinnen zum 11-11. Und dann hat Big eine Mega-Chance, weil dann hat der Gegner, wenn sie nicht safen, kein Money. Dann geht es in die Echo-Round bei Permieter. Oder Half-Buy oder Force-Buy, was auch immer man da vielleicht riskiert. Wenn man wahrscheinlich dann nur einen Half-Buy macht oder einen Force-Buy macht, wie auch immer in diese Richtung. Also Half-Buy würde ich eher feiern, wahrscheinlich aus der Sicht von Permieter. Wenn sie forcen, könnten sie alles riskieren und sogar die Map mal verlieren. Aber dann müssen wir erstmal hinkommen. Dann müssen wir jetzt erstmal hinkommen bei Big. Deswegen hoffen wir auf eine wundervolle Runde für Big. Und keine Lucky Dinger hier von Perimeter. Schönes Support Flash. Leider gegen uns. Jetzt sind wir weiter auf dem Außenweg. Die Smokes, die liegen anscheinend nicht. Man geht einfach durch, einfach auf Full Contact. Nee, jetzt ist die Smoke gerade gefadet, aber man ist da. Sparbaku ist ready. Sparbaku holt den ersten, ganz gefährlich. Gab es auch keine Flash, nichts. Einfach um die Ecke rum, das hat man sich gezeigt. Jetzt weiß man, man hat den Raum eingenommen. Jetzt will man wieder zurückgehen. Gefährliche Nummer, der Kopf wird von JDC gesehen. Er muss aufpassen. Mary ist bekannt. Schön abgezielt von Sjurson. Wichtiger Refrag jetzt hier gegen den Schlüsselspieler. Krimbo muss das Ding machen irgendwie, aber er hat nicht viel AP gehabt. Binox holt sich den Frag gegen Krimbo in dem Fall. 3 gegen 4. Tapsen ist schon da, aber Mask hat es auf dem Schirm, dass da jemand kommen kann. Man muss aufpassen. Das Timing kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Jetzt sieht er die Waffe. Tapsen! Macht den Frag. Ganz wichtig jetzt hier. Jetzt ist der Ausgleich. 3 gegen 3. Aber Binox aus der Pommes kommt raus. Ganz, ganz schwierige Situation. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspielen soll. John muss den Frag machen eigentlich. Aber Binox regelt. Und jetzt macht Binox sogar den 3K einfach. Ach, bitter. Ganz bitter. Die Molo bleibt, glaube ich, falsch liegen. Und Big jetzt hier mit dem Rücken zur Wand. 3 Matchbälle für Permita auf ihrer eigenen Map. Sieht nicht gut aus. Trotzdem eigentlich soweit eine solide Partie. Man muss ganz klar sagen, diese Forceball, also die zweite Runde, die war einfach, ich denke, wenn man alles jetzt zurückdenkt, in die Analyse gehen sollte, liegt es einfach an der zweiten Runde, die man hier auf dem T-Set verloren hat. Die hätte man nicht verlieren dürfen. Wahrscheinlich ganz klar. Und daran liegt es eigentlich nur. Weil ansonsten hätte man hier ganz klar nur 2 weitere Runden geholt. Permita hätte eine andere Economy, etc., etc., etc. Da sieht man halt, wie schnell alles sich aufbauen kann. Dann haben sie einfach solide gespielt und ein paar Kleinigkeiten gehen halt nicht auf. Deswegen, jetzt müssen wir hoffen, dass wir irgendwie hier das hinbekommen. Irgendwelche Banks, irgendwelche krassen Shots. Jane ist hier wichtiger Erster. Trotzdem wieder ein 4 gegen 4. Spabaku ist ready. Die Molo hilft hier nicht wirklich, um wegzudrücken. Hauptsache, er kommt erstmal nicht weiter. Das ist immer ganz gut. Jetzt geht man hier auf den B-Spot drauf. Im Window wartet Binox. Gucken wir, ob man das auf dem Schirm hat. Man weiß es halt nicht, ob da einer durchgelaufen ist. Natürlich gut gemacht. Krimbo mit der Map hinein. Auf der anderen Seite wichtige Shots. Wichtiger Frag. Und man dreht sich zurück. Man kehrt um. Wichtige Sache. Danke, Krimbo, dass du das Ding wieder aufmachst. Jetzt kriegt man ein paar Banks hier von unten. Binox ist frech. Geht hier durchs Window. Holt sich JDC. Ist der auch bekannt. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Spabaku mit dem Timing. Und zieht hier den Spieler auf der Pommes. Krimbo fällt. Oh Mann. Bitter, bitter, bitter. Susan ist jetzt da. Tapsen legt vorne die Bombe. Ganz dreist. Oh mein Gott, Mary traut sich jetzt rauszukommen. Und das ist der Frag. Es ist nur noch Syerson 1, Syerson 2. Syerson die Runde holen. Syerson hat die Step gehört. Binox ist bekannt. Syerson 1 gegen 1. Syerson, bitte. 1 AP für ihn. Oh mein Gott, Syerson. Nein. Syerson. Was? Ist Outsync? Weiß ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Schade. GG bei Plate. Es ist halt Clean Feed. Kann ich nichts gegen machen. Also ich fand es jetzt in Ordnung. Alles kein Problem. Habe ich jetzt nichts hier gehört. Wenn, dann liegt es vielleicht an mir. Aber eigentlich sollte jetzt auch alles gut laufen. Schade. Schade für Syerson. Da ging es nicht rein. Da hätte man vielleicht natürlich einen Ticken frecher noch sein können. Aber damit geht die erste Runde leider an Permita auf ihre Mappic. Ja, das war richtig spannend zum Schluss nochmal von Syerson. Richtig spannend. Richtig spannend. Auch ein bisschen schade natürlich. Aber egal. Das war eine sehr starke erste Map. 13-9. Kein 13 zu 4 wie auf Anubis. Man sieht, Nuke liegt den Jungs einfach auch besser. Obwohl man ja auch gewissen Themen viel mehr Probleme hatte auf Nuke, wenn man sich daran erinnert. Egal, es geht jetzt auf Ancient. Da müssen wir einfach anknüpfen auf dieses 13-0. Jedem ist bewusst, denke ich mal, dass ein 13-0 nicht realistisch ist. Aber ein Sieg sollte klar sein. Ancient ist, denke ich mal, eine Map, die können die Jungs gerade sehr, sehr gut. Und da hoffen wir einfach drauf, oder? Da hoffen wir einfach drauf. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich in den Break, weil ich muss erstmal kurz auch hier ganz kurz verschnaufen, ganz kurz mal Luft holen, weil das war echt eine intense Nummer. Crazy Partie bisher. Trotzdem boxt massiv an. Wahrscheinlich, ich habe jetzt mal einfach Timer auf 10 Minuten gesetzt. Wahrscheinlich sind wir um 11 Uhr zurück dann, wenn es weitergeht. Ich weiß es nicht genau, wir werden es ja gleich sehen. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Holt euch einen Kaffee. Ich hole mir jetzt auch nochmal, glaube ich, einen Kaffee. Werdet wach. Und drückt alle die Daumen. Und wer Follower ist übrigens bei meinem Kanal, kann hier das Big Lolo spam. Als Follower davon kann man das gerne machen. Ansonsten ist das kein Thema hier. Easy peasy. Supporten im Chat, ganz wichtig. Ansonsten drüben bei Sonics mithypen, der ist ja auch gut dabei, denke ich mal. Da kann man sich bestimmt auch mal so ein bisschen ein paar Sticheleien gegen den Gegner anhören. Aber auch bestimmt ein paar Analysen, was vielleicht falsch gelaufen ist. Der ist ja eigentlich auch dann öfters mal doch sehr reflektiert. Hoffe ich jedenfalls auch bei seinem eigenen Mann. Ja, so sieht's aus. Genau, wahrscheinlich Chrissy, so muss es sein. Stark. Also in dem Sinne, bis gleich. In circa 10 Minuten bin ich wieder back. Und dann geht's auf Map Nummer 2, Ancient. Da haben wir echt hoffentlich gute Vibes. Ich fand auch wenn wir verloren haben, jetzt diese Partie auf Nuke mit sehr guten Vibes. Wir haben gut gespielt. Wie gesagt, ihr müsst alles im Detail sehen. MR12 ist wirklich... Ich habe mit Tapsen letztes Mal gesprochen und da habe ich ihn auf der Kaktus getroffen. Und er meinte auch selber, er fährt sogar MR12. Vielleicht viele sagen, MR15 finde ich besser. Ich auch. Aber er hat es mir nochmal vor die Augen gefühlt. Eigentlich ist MR12 halt so... Es trennt nochmal die Spreu vom Weizen, weil jeder Fehler wird massiv bestraft, weil du halt nur noch so wenig Runden hast zum Spielen. Das heißt, du musst einfach lernen, perfekt zu spielen. Dein Spiel noch mehr zum A-Game. Jedes Mal den A-Game abzurufen, super schwierig, sagt er selber. Und gefällt ihm aber auch. Das bietet den Reiz jetzt wieder im MR12. Also, in dem Sinne mal Peace and Out. Wir sehen uns dann gleich wieder. Kurze Pause. Euer Albi.
Ja, ich bin zurück, meine Lieben. Ich trinke noch was. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken da. Hab mir jetzt gerade, meine Frau macht mir gerade einen Tee. Sehr wichtig. Tee eigentlich immer warme Getränke. Beim Cast sehr solide. Im Notfall habe ich hier auch noch eine Gelo Voice. Wobei, Gelo Voice macht noch mehr Schleimproduktion. Ist gar nicht so geil. Beim Cast muss ich mich oft auch mal räuspern. Aber jetzt auch so, wenn ich immer schön ausraste, dann kommt alles hoch, ey. Dann kommt alles hoch. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, ihr seid noch ready. Ich hoffe, ihr seid natürlich nicht nur noch ready, sondern auch ready. Habt euch nochmal Kaffee, wie gesagt, gemacht. Irgendwas anderes geholt. Vielleicht auch nochmal die Kater wegtrinken mit nochmal ein kleinen Bierchen oder was auch immer. Vom frühen Morgen. Vielleicht wird der ganze Zeit EM geguckt. Ich weiß gar nicht, wann die Spiele sind. Ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte es hier auch bald dann gleich weitergehen. Drüben der Stream läuft. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir gleich so ein mega, mega zweites Spiel sehen. Ancient oder auf Ancient hier. Big gegen Permita. Das wäre ganz wichtig. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, habe ich schon mal Big gegen Permita gehabt? Ich muss mal kurz auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da habe ich ja, ist ja, das ist ja der Vorteil in YouTube. Du hast ja so eine eigene kleine, wie nennt man das? Möglichkeit, alles reinzugucken. Ja, 19.01. hat nämlich schon mal in der PGL Major, Close Qualifier, Best of One war es, nur Big King Permita gespielt und ich weiß gar nicht, wie man da gespielt hat. Ich weiß nicht, ob man da rausgeflogen ist, aber es war noch das alte Line-Up, aber trotzdem, gucken wir mal ganz kurz rein. Ich hab Angst ein bisschen. Ich mute mich mal. Und, da hat man Overpass gespielt. Oh, 14-13 steht es da gerade. Ich weiß nicht, ich habe meine Overtime verloren. 15-13 für Big. Oh, wir haben gewonnen. Also, die Ohm, hier. Guckt euch das an. Da war nochmal... Wir haben 16-13 auf Overpass gewonnen. 1-0. Also, wir haben hier ein Rematch. Zwar anderes Lineup, da war, glaube ich, noch Sinn dabei. Aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Best of One ist natürlich keine nennenswerte Sache, aber Overpass gibt es leider nicht mehr. Aber die Ohm sind, die Ohm sprechen, sind jetzt nicht komplett im Arsch. Ja, deswegen kennen wir auch die Spieler. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier gleich dann gleich reinstarten. Wahrscheinlich werden wir es auch gleich machen. Und wieder mal den Castern etwas Besseres belehren. Weil die erzählen uns bestimmt wieder irgendwelche Geschichten hier wie gestern und so, wie krass desaströs Anubis war. Ich würde immer noch gerne wissen, was haben die erzählt? Was haben die gestern erzählt, nachdem sie dann einen 13-0 gesehen haben hier für Team Space auf Ancient? Deswegen interessant. Sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, sondern ich muss auch langsam wieder an den Tisch kommen. Der wird sonst einiges verpassen, weil es geht ja gleich nochmal los. Und ich denke mal, viel länger haben wir nicht Zeit. Was meint ihr? Was denkt ihr? Big holt das Ding jetzt hier oder so typische Calls hier im Chat wieder Big Things? Was ist los? Was meint ihr? Was passiert? Holt Big das jetzt auf Ancient? Seid ihr guter Dinge? Seid ihr gut drauf? Ja, von gestern, als Ancient hier klar gemacht wurde. Oder meint ihr, das war gestern nur Lucky und Ancient wird jetzt hier 13-0 auf jeden Fall nicht und man wird verlieren und sowas, Overtime, bla bla bla. Oder geht's auf die dritte Map? Geht's auf die dritte Map? Ich bin guter Dinge, ich glaube daran, dritte Map wird klar sein, ganz klar, wird ein anderes Spiel, man hat gesehen, die Jungs drüben sind sehr stark unterwegs, also die wissen, was sie tun und deswegen, wir können auch gleich jetzt hier in-game schon reinjumpen auf den Stream, sollte passen. Das ist richtig, Frosch, aber ich denke, um fair zu sein, muss man sich eigentlich alle Teams mit angucken. Ich glaube, du hast bei keinem Team aktuell mehr einen Safe Call. Denkt an den Anfang Team Spirit heute, Anfang des Jahres. Alle dachten, Team Spirit wird alles rasieren. Face wird alles rasieren. Die haben alle ihre Probleme. G2 macht. CS2 ist ein ganz anderes Game gefühlt. Mal ehrlich jetzt, oder nicht? Empfinde ich das nur alleine so, oder? Ich weiß nicht. Also, ich persönlich denke mir, es ist anders. Kein Team ist konstant und deswegen sollte man auch als Fan das ein bisschen berücksichtigen, dass CS2 einfach wirklich ein anderes Game ist. Ich weiß nicht, viele denken immer noch so wie CSGO, ja, es muss das und das und das, aber ich sehe das anders. Ich sehe das anders, CS2 fühlt sich ganz anders an, es ist eine ganz andere, nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit, es geht anders rein, man macht irgendwie gefühlt mehr Schaden, anders Schaden irgendwie. Für mich immer noch massiv die Dynamik mit den Smokes und dann den Granaten dazu und diesen Bangs durch die Smokes. Auch ganz anders, du kannst viel mehr machen. Das muss erstmal, nachdem du CSGO so eher viele Jahre gespielt hast, erstmal auch alles, glaube ich, so richtig ins Gefühl mit reinkommen. Es ist heftig.
Das ist wirklich heftig. Und dadurch, dass ja eigentlich vorher auch schon immer gute Banks gemacht wurden durch die Smokes und du hast ja dann ein kleines Sichtfeld, du dann Spieler sehen kannst, ist so heftig, finde ich persönlich. Deshalb empfinde ich, CS2 ist wirklich so ein Ding, ist gar nicht einfach. Ist nicht einfach und ihr seht, es geht los. Also, weiter geht es, meine lieben Freunde hier. CCT, EU, Series 5, Season 2, Playoffs-Viertelfinale, steht 1-0 für Permita. Big auf der T-Side, so wie gestern auch. Deswegen Daumen drücken, dass man die gleich Binox rausnimmt. Einfach gönnen. Einfach schmecken lassen. Da ist nur Binox alleine. Der wird direkt überrannt. Run and Gun von Prosus. Jetzt gegen Mary. Prosus hat Bock. Prosus hat richtig Bock. 3-0. Jetzt wird er aufgehalten von Mass. Der hat auch nochmal ein Doppelbrett, aber Syoso dahinter. Gar kein Problem. Was schmeckt doch hier gerade schon wieder? Spabaku mit einem Refrag, aber trotzdem ist er alleine. Hat keine Chance. Ich brauche Wasser, ich brauche Tee. Mann, schöne erste Pistole. Die war mit Gewalt dabei. Das bockt richtig an. Mein Tee ist noch nicht fertig. Irgendwann steht er bestimmt unten. Jetzt muss ich erstmal mein Gaskammer-Tor hier zumachen. Mein Bunker. Hier war vorher so ein Ölkeller. Wahrscheinlich so eine giftige Gase oder was auch immer könnten entstehen. Deswegen gab es hier so eine Tür. Schon nicht so geil. Aber mittlerweile umgebaut. Was ist auch nicht so geil? Leider hier zwei Frags direkt von Permita gegen uns. Ganz schwierig. Uff, Mask, Alter. Ich kann noch Tapsen rausnehmen. 2-3. Schon wieder so eine bittere Runde. Ganz wichtig von Syson. Ganz wichtig. Alter, was ist das denn hier gerade? Jetzt ist Syson alleine. Hat die Bombe. Kann schnell rüber rotieren. Aber Permita ist super stark. Und Big hat hier so eine kleine Achillesferse aufgedeckt. Dass man hier Probleme hat gegen diese Force-Bice. Alles klar, Schatz. Danke. Ich stelle einfach vor die Tür, ich mach dann auf. Ich hole mir das dann. Hopp. Juhu. Mein Tee kommt. Jetzt ist es Syson. Klatschmaster Syson. Haben wir auch gerade gehabt. 13 AP. Drückt die Daumen, meine Lieben. Drückt die Daumen. Ganz schwierige Nummer. Er rotiert nochmal komplett. Antifuse ist da. Jetzt gibt's die Molo. Oh, jetzt. Ja, schade. Gut gedacht hier mit der Molo. Wirklich gut gedacht. Aber das Timing war unglücklich, die Smoke faded und beide gucken genau zu ihm. Ah Mann, das ist so, das ist bitter für Big gerade hier. Das ist genau das Thema, bei Big läuft es in der Hinsicht nicht. Diese Force-Spikes von Permita sind heute hier ganz schön eklig für uns. Schade. Egal, ihr seht, Plant war da, wir forcen direkt rein, Galil AK, Daumen drücken. Dankeschön. Danke. Daumen drücken für die Jungs. Hauptsache nicht direkt vor der Tür, wenn ich meine Tür hier wieder aufmache und alles geht um. Also, Big. Kommt schon, Jungs. Ihr müsst rasieren. Was? Was zur Hölle bitte? Wie? Sowas ist doch so eklig. Das kann doch nicht sein. Jetzt bitte schön. Spabaku überrennen. Spabaku zeigt sich, aber da ist immer noch Binox. Den ersten hat man, aber Spabaku kann hier den Spot halten. Oh Mann, ey. Was zur Hölle passiert? Was für ein Schuss gegen Prosus? Wie? Das ist doch so bitter für uns gerade hier. Ja, wir sehen es. Big natürlich jetzt in der Full Echo. Die Runde ist wahrscheinlich weg. 3-1 dann halt für Permita. Und dann hoffen wir mal, dass es gleich weitergeht.
Mal Big will eine kleine Trap setzen. Hofft hier auf irgendeine vielleicht Hero-Waffe, die man sich klauen kann, dann, falls man Frags macht. Vielleicht irgendwie dieses hundertprozentige Ding, diesen Plan durchbringen, aber die stehen so perfekt. Permita hat alles unter Kontrolle. Schade. Da kommen sie nicht durch. Niemals. Ah, jetzt irgendwie eine Bombe aufgeben. Schade. Hätte man mal planten können. Zwei Spieler rauskommen. Ist okay. Bisschen Schaden gemacht. Ist gar nicht so schlecht für Big, aber ansonsten geht's jetzt los. Also. Jetzt geht's los. Big wieder an den Waffen. 5 AKs. Noch keine AWP. Aber jetzt brauchen wir Runden, Jungs. Jetzt brauchen wir viele, viele Runden. Was wird da gechattet, Mary? Hör mal auf zu chatten jetzt, Junge. Reicht jetzt. Die Jungs sind heiß. Also. JDC, kleine Konter-Molo. Wir sehen es immer wieder. Für die Mitte geht natürlich JDC sehr aggressiv. Aber jetzt wird er zurückgedrückt. Also auch hier hat sich Permita gut vorbereitet anscheinend. Von dem Engine von gestern, wie hier Big gespielt hat. Aber alles gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Team Tomiko. Das Timing gegen ihn. Aber dann ist er gut dabei. Aber Sirso mit einem. Sparbaku ist schon wieder on Zeit. Macht den Refrag. Jetzt müssen wir aufpassen. Vielleicht ist perfekte Spray. Aber nicht genug von Sirso. Schade. Aber er kann die gegnerische AWP rausnehmen. Das kann man planten. JDC fällt einfach in der Mitte gegen Mary. Eklig. 3 gegen 2. Wir brauchen jetzt hier einen krassen Krimbo. Hoffentlich guckt er nicht nach links. Links ist nämlich niemand. Wunderbar. Alle kommen von der anderen Seite. Und das weiß man jetzt auf jeden Fall. Schön umdrehen. Schön aufpassen. Prosos Krimbo. Die beiden Youngstars. Wieder einmal im Leben, wieder mal dabei. Big Academy-Spieler retten jetzt Big. Ja. In dem Fall sind sie jetzt mittlerweile auch groß und erwachsen. Und jetzt müssen sie zusammenspielen. Mass kommt langsam vor. Es wird undiffused. Er wird einfach durchdiffused. Ganz eklig. Der diffused einfach durch. Er bricht ab. Und jetzt diffused er nochmal ran. Oh man. Was ist hier gerade passiert? Das haben die so gut gemacht. Habt ihr diese Trap gesehen von Mermita? Da haben sich die Jungs hops nehmen lassen gerade. Da dachte hier jemand, das ist ein Ninja Diffuse, glaube ich. Wobei, es macht keinen Sinn. Der war für viel zu schnell weit vorne. Schade. Schade für Krimbo. 4-1. Plant hilft. Mit Loser Bonus, es sollte die Waffe runtergeben, Nummer 2. Trotzdem. Da ist dieser Frag von Mask. Und dann Prosos, wusste nicht genau, jetzt gerade. Die haben doch an. Ja, wer weiß, man weiß es nicht. Alles ist möglich. Das ist aber ein polnisches Team, ne? Da könnte man rüberfahren schnell mal. Gegen Russen würde man das denken, ne? Aber, weil die weit weg sind. Die Hacker. Aber hier, ein polnisches Team eigentlich nicht. Wirkt halt so, ne? Ist schon ein bisschen übertrieben, aber die spielen einfach, die spielen es clever, die spielen es gut. Muss man ihn lassen, ich denke nicht, dass hier einer anhat. Deswegen, believen. Nächste Runde dann wieder mit Waffen, vielleicht mit der Piste jetzt noch mal ein bisschen Schaden machen, überraschen, wäre geil. Oh, starke Position von Sirson, aber Binox auch noch da. Aber ihr seht, die hat, also ganz ehrlich, die letzte Runde, die haben nicht an, weil sonst hätte er den Diffuse zum Beispiel nicht abgebrochen. Hätten die an, dann hätte man den Diffuse nicht abbrechen müssen, als Beispiel. Aber schade. Egal, trotzdem. Jetzt geht's rein. 5-1. Jetzt Gas geben. Full Gas für Big. 7 Punkte bitte. Brauchen wir. Wir brauchen eine Menge. Also, ich sag's immer wieder, bei CSGO wurde mir immer gesagt, Ancient 5 Runden bei MR15 ist schon so super auf der T-Side. Jetzt sollten es eigentlich auch noch 5 Runden sein. Bist du auch schon sehr gut bei MR12. Wahrscheinlich sogar eigentlich schon das Mindeste, nachdem eigentlich ja die Map so verändert wurde, dass es eigentlich doch besser ist auf einmal für die T's. CTs viel mehr investieren müssen. Genau wie das meine ich jetzt zum Beispiel. Die CTs müssen aggressiv gehen, um was zu machen. Prosos mit dem Double. Kann keinen zweiten holen. Mary holt sich hier einfach beide hier im Z-Gang. Oder außen vom Z-Gang her. Und wir haben wieder nur noch 2 Spieler. Nur noch Sison und Krimbo am Leben. Läuft gerade noch nicht. Man hat JDC voll unter Kontrolle hier im Z-Gang. Das ist zu plump dann einfach. Muss man aufpassen. Und Krimbo hat hier nicht auf dem Schirm. Checkt die Position nicht. Und Sison verschießt auch. Oh, der Wurm ist gerade drin. Der Wurm ist komplett drin gerade bei Big. Die Shots, die auf Nuke noch gelandet sind, klappen gerade gar nicht mehr. Schade. Und das ist halt genau das Problem im MR12. Wenn es jetzt so läuft, es wird so krass bestraft. Und schon wieder hat Big das Problem am Anfang einfach gehabt. Das ist alles auch für mich zurückzuführen auf diese zweite Runde.
Das war, ist so bitter einfach für Big, dass man da diese zweite Runde so verloren hat. Ist auf jeden Fall was man besprechen muss, dass man da anders spielt, vielleicht noch ein bisschen langsamer, passiver, was auch immer. Oder selber diese Aggressivität adaptiert, die Pamita dann hat, zum Beispiel in so einer solchen Runde. Man hat ja gesehen, Big hat selber reingeforst, dann auch in der einen Situation auf der CT-Seite. Warum auch nicht, kann man machen. Man sieht, es kann erfolgreich sein, aber man muss halt dann auch wahrscheinlich auch dementsprechend aggressiv spielen und nicht zu passiv. Wahrscheinlich ist es auch von Map zu Map abhängig. Bei der einen Map kann man das machen, bei der anderen Map nicht. Versuchen, das Legit auszulassen. Ach, alles entspannt. Ich denke, da wird keiner anhaben. Das wäre halt schon zu krass. Klar kann man sowas immer sagen, online-technisch. Deswegen offline-fine, das ist eigentlich immer gut. CCT ist ja komplett online. Deswegen kann man sowas immer wahrscheinlich vermuten, behaupten und spüren. Ist immer so im Hinterkopf vielleicht, aber darfst du nicht hier anmerken lassen. Deswegen jetzt so ein schönes Ding hier. Run and Gun, W-Tasten-Ding. Binox macht den einen Frag, macht den zweiten auch noch. Mary holt sich auch noch einen. Muss Tapsen irgendwie klären, weil ich kann Prosus den Frag machen. Macht er auch. Schönes Ding mit der MP9. Aber Tapsen fällt. Es ist nur noch Prosus, keine Chance. Schade. Schade. Aber es war nur eine Pistol Force. Da ging ein bisschen Schaden wieder rein, aber nicht genug. Also man kann massiv Geld aufbauen hier immer noch bei Permita. Man sieht es, Mary 13k bei ihm. 12 Frags. Overall carried hier gerade sein Team. Es tut schon ein bisschen weh. Es tut schon ein bisschen weh. Jetzt muss es Punkte geben. Wir brauchen jetzt unbedingt Runden. 7-5. Kommt schon, Boys. Kommt schon. Gebt uns 5 Runden. Und danach mega Comeback auf der CT-Seite. Let's go. Let's go, Big. Ich weiß gar nicht, wer auf diesen auf dieses Spruch kam. Go Big or Go Home. Wahrscheinlich nur für den Gegner, aber es kann man halt so auch backfeiern lassen gegen sich selbst. Wer kam auf die Idee? Wer hat's erfunden? Big selber? Das muss ich mal wirklich die Frage stellen, irgendjemand. Muss mal Roman R. schreiben, mal fragen, ob der mir sagen kann, wo das herkommt. Oder wisst ihr das? Sieht nicht gut aus. Naja, jetzt die Runde sieht auch schon besser aus. Also, belieben. Nicht zu passiv. Guckt euch an, wir sind 4 gegen 3. Wir müssen bloß Mary noch rausholen. Der ist aktuell, man sieht es hier voll in seiner Kamera. Der Junge ist im Momentum. Der ist richtig drin in seinem Tunnel. Der kann machen, was er will. Er ist jetzt so aggressiv unterwegs. Guckt euch an, wo er kommt. Er geht jetzt hier perfekt, jetzt die CT-Base. Ich kann mich erinnern, so ein Play hatten wir gestern auch, wo es lief hier bei uns für ein 13-0. Auch mit einem Krimbo. Jetzt aber Krimbo hat es auf dem Schirm. Guckt nach hinten. Krimbo hat es auf dem Schirm. Hat aber die Bombe. Gefällt mir nicht so ganz. Wenn der hops geht. Aber er weiß ganz genau, was Phase ist. Krimbo hat einfach dieses Momentum. Jetzt aber das Timing für den Gegner. Er weiß halt auch die Zeit, die er drängt. Jetzt Krimbo mit dem Exit-Tube muss aufpassen. Krimbo steht halt noch perfekt da. Und die anderen müssen Gas geben. Das Timing muss jetzt sein. Krimbo, links gucken. Krimbo! Er hat ihn noch gesehen, aber Mary ist bekannt. Mary ist on fire schon wieder. Eklig. 3 gegen 3 on site. Die Banks kommen von Binox und so. Oh Mann, Big hat das Tempo nicht herangezogen. Jetzt, weil der Plant geht durch. Und dann ist Binox da einfach aggressiv gegangen. Wo ist Jason? Alter Verwalter, das kann doch nicht sein. Diese Jungs von Permita spielen es einfach gerade hier perfekt. Zu gut hier die Trap gesetzt. Big hat sich zu viel Zeit gelassen. Das ist dann vielleicht immer noch dieses alte Momentum, dass man sich dann doch Zeit lässt. Oh, und Zyoson hätte die Chance hier nochmal, aber schade. Schade. Super eklig. Klar wirkt es so, als wenn man anhätte, aber da hätte Big den Execute schon viel, viel früher einfach weiter durchziehen sollen, konsequent. Aber da hat man sich vielleicht gedacht, okay, Jungs, lasst uns warten, lasst die verschieben auf einen anderen Spot oder was auch immer. Aber man muss damit rechnen, in so einer Unterzahlsituation wirst du aggressiv spielen auf Seiten der CTs. Beobachtet man ja immer wieder, weil du Informationen brauchst einfach fürs Team. Dieses Risiko musst du eingehen. Und Mary hat es einfach perfekt dann gemacht. Und hatte alle Info. Er wusste, ey, es kann nicht der A-Spot sein, jedenfalls nicht über Armain. Wenn dann nur über die Mitte vielleicht Seitengang, aber da glaube ich stand auch jemand, bin ich ganz sicher. Bitte. Permita sind jetzt keine so krassen No-Names. Also. Außerdem ist es CS2. Swag. Ist einfach so. Du musst halt da so ein bisschen reingehen. Es ist halt nicht einfach. Und da ist die Kluft sehr, sehr eng. Man muss wirklich Bewusstsein bekommen. Es ist sehr, sehr eng. Nur weil man jetzt nicht gegen die Top-Teams oben spielt, heißt es nicht, dass die anderen schlecht sind. Diese Kluft oben ist super eng. Es gibt so viele starke Teams. Und das darf man niemals vergessen. Ja. Ne, Big ist vielleicht nicht mehr auf der ganz oben Höhe. Deswegen sind sie halt nicht. Es ist halt immer so eine Sache, in welcher Ebene du dich bewegst.
Wenn du, sag mal, Big ganze Zeit nur oben siehst, gegen die Top-Teams, G2, FaZe Clan spielen und so, über 2-3 Jahre oder sowas, und dann läuft es nicht mehr, weil halt ein, zwei Spieler rausgehen, es wird gewechselt und sowas, und man steigt ab, ist man dann plötzlich in einem Sumpf, der aber kein Sumpf ist. Es ist einfach ein Sumpf von vielen krassen Teams, und da sich wieder rauszukämpfen, das ist übertrieben schwer. Weil da kann jeder jeden auch besiegen. Und auch diese Teams kämpfen alle darum, um den Spot, um wieder auch oben gegen die ganz Großen zu spielen, weil auch die können den FaZe und so alle besiegen und sonst irgendwas. Der Punkt ist halt, ich weiß halt nicht, woran es liegt, das muss man dann allgemein betrachten, dann halt, dass allgemein das Spielziel vielleicht von den oberen Teams adaptiver ist, vielleicht dynamischer, schneller, und die können da mehr und besser mit umgehen. Das ist da vielleicht zu sehr bei Big seit Jahren einfach im Hinterkopf drin, dieses statische Execute-Spielzug. Man hat es gerade gesehen, der Execute war geplant, der war gut von Big, aber er war einfach dann einfach wahrscheinlich 15 Sekunden zu langsam. Der hätte viel früher kommen müssen. Ist halt so. Egal, zurück zum Spiel. Wir haben reingeforst, so halb. Man versucht es, Prosus macht einen Mass, den Refrag Krimmel mit der Deagle. Ist weit vorne, noch immer einen 2 gegen 3. Kann man irgendwie Plant tapsen. Ist vorne plantet hier in der Smoke. Der Plant ist durch. Jetzt nochmal irgendwie nochmal Waffen aufsammeln. M4 führt den guten Tapsen. Krimbo an der AK. Krimbo versucht jetzt Spray zu machen. Den ersten macht er. Der Refrag ist sitzt. Jetzt ist es nur noch Tapsen. Tapsen gegen Mary. Mary muss man irgendwie rausnehmen. Der ekligste Spieler von allen. Und Barbecue wechselt einfach ganz frech. Einfach mittendrin von der AWP auf die M4. Er weiß, ja, die AWP ist nicht so gut sein Ding in dem Moment und regelt. Die sind gerade auch voll drin. Genau, das denke ich auch so. Das ist einfach jetzt gerade wieder. Vorhin lief es gut, Momentum war da. War ein schlechter Tag. Das ist natürlich auch nicht immer eine Ausrede, aber es bringt halt nichts, immer so passiv zu sein. Es gibt so viele Gründe, man muss viel tiefer reingehen in das Ding. Und man sieht einfach immer nur das eine halt, ne? Man sieht halt nur das eine. Und wie gesagt, auf dem Bereich ist ein Permieter die ganze Zeit da. Guckt euch Bleed an, wo Faven spielt. Guckt euch an, Entropic spielt auch in dem Bereich mit den ganzen Sachen. Guckt euch das neue Entropic-Line ab, da auch mega krasse Namen drin, ja? Mit Tizian und so, deswegen. Oh, jetzt endlich mal JDC wirklich erfolgreich in der Mitte. So wichtig hier. Das erste Mal seit langem, dass er die Mitte einnehmen kann. Krimbo, hol die Mary. Mary mit 13 Frags. Immer noch ein Tod nur. Guckt euch an, der ist nur einmal gestorben bisher. Der hat einfach das Momentum des Todes. Bitte, Krimbo, bestraf ihn! Der kann man nicht rausnehmen gerade. Der scheint den God-Mode anzuhaben. Einfach Cheats auf 1 gemacht und God-Mode. Ich weiß es nicht. Mary unbesiegbar gerade. Der hat einfach, der hat das Feeling. Aber ey, 3 Runden zu holen auf Seiten von Big. Da ist es endlich. Endlich ist er raus. 3 Runden zu holen ist auch noch in Ordnung. Einfach nur clean die CC-Seite runterspielen in Overtime. Aber Mask ist da, holt sich 2. Jetzt läuft man in einen CT-Spieler und wird hops genommen. Wichtig von Syrson, wichtig von JDC. Da sind sie doch. Die Zero-Zero Nation-Spieler hier. Ex-Zero-Zero Nation-Spieler. Regeln für die Runde für Big. 9 zu 2. Wichtig. Letzte Runde. Kommt schon. 9-3. Wahrscheinlich, Chrissy, das gehört natürlich auch noch dazu. Ist alles nicht so leicht. Du hast Infos dafür. Natürlich hast du Infos für diese Teams. Ja, du hast auch schon mal gegen die gespielt, habe ich ja gerade schon gezeigt, in einem Qualifier. Aber es war ein anderes dann bei Big. Die haben auch schon gewechselt. Es ist einfach sehr schwierig. Und CS2 ist wirklich, du kannst dich auf gewisse Themen vorbereiten. Du kannst auch einiges machen, denke ich. Aber individuell musst du einfach nur einmal am Tag ein bisschen Dreister spielen und du nimmst die ganze Taktik kopf. Und Big, wie gesagt, hat jetzt erst gerade angefangen, wenn sie mit diesem Wechsel von Gobi, keiner weiß, welcher der neue Coach wird, aktuell ist es Kakafu, was sie damit bezwecken wollen. Sie müssen sich ja selber erstmal aus dieser, sag ich jetzt mal, jahrelangen Taktik, Spielweise erstmal wieder rausholen, wie man da rauskommt. Das denke ich mir so persönlich. Ich glaube, du kannst dann nicht einfach einen Schalter umklicken, dass du sofort weißt, okay, jetzt spiele ich perfektes Face-CS, so wie sie spielt, dynamisch, aggressiv, was auch immer. Ja. Es ist einfach nicht in dem Blut noch drin. Das müssen sie erst noch alles wieder im Team erlernen. Als Singleplayer, wenn sie alle alleine unterwegs sind, im Klatschmoment, sind die alle geil. Weißt, wisst ihr alle selber. Weil dann kannst du frei aufspielen. Aber dieses freie Aufspielen musst du auch lernen, im Team konstant zusammenzuspielen. Und trotzdem noch dabei, Supporters zu sein. Mit Granaten und Flashes. Und das ist so ein bisschen so Pack-Style wahrscheinlich so. Das ist ja diese neue Meta, glaube ich, in CS2. Das ist so ein bisschen Matchmaking, Deathmatch ähnlich reingehst, obwohl es trotzdem noch Teamplay ist. Und ich glaube, das ist ja diese neue erfolgreiche Weg, wie alle großen CS-Teams ja spielen. Früher hieß es ja ganz am Anfang, wenn ihr erinnern könnt, die Rifles, die sind es jetzt. Only Rifles, die werden alles in CS2 regeln, weil die AWP so scheiße war.
Mittlerweile wurde die auch wieder verbessert. Deswegen sehen wir auch die AWPs wieder zum Glück. Oh, schöne Banks jetzt hier. Das könnte das 9-3 werden, meine Lieben. Das könnte das 9-3 werden. Kurzer Fokus nochmal aufs Spiel jetzt hier. Und ich will jetzt hier keine Negativität, ich will Positivität. Voll auf Big, bitte. Gas geben, Daumen drücken. Mary besiegen, Mary on site. Man sieht, Big hat keinen Respekt vor Mary. Man geht da ran. Den musst du jetzt auch klatschen. Einfach Mary jetzt zusammen rumpieken. Schöne Flash. Der macht den Spray und kriegt nichts hin. Sava Q macht zwar JDC klar. Jetzt muss die Smoke kommen. Jetzt muss der Plant durchgezogen werden. Auf Kante wartet Syrson. Ja, kurz mal rangezoomt. Das war ja ein Easy Frick. 9-3. Und dann wartet noch einer in der Ecke. Bup. Tapsen regelt. Da sind die drei Runden. Wichtige drei Runden. Und die, mit denen kann man noch arbeiten. Alles gut läuft, glaube ich, könnten wir ein Finale sehen, Big gegen Bleed. Faven gegen Big. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal die Konstellation. Aber da muss Big jetzt erstmal Gas geben. Also Daumen und Rücken, Pistol Nummer 2 hier in Season 2 der CCT. Serious hier für Europa. Die Playoffs sind es. Prosus. Kurzer Jiggle. Trotzdem nochmal. Guck mal, wie der Smoke wieder immer auf Zeit spielt. Heftig, Alter. Krimbo macht den Double Brighter. Freck. Genau, das ist sein Ding. Krimbo ist jetzt der Mary. Und das geht wieder rein. Komm, die Pilze müssen geholt werden. Binox aber mit dem Double. Gefährlich. Jetzt geht's rein hier. JDC möchte noch einiges connecten. Sieht hier den Spieler rotieren weg. Und deswegen JDC auch rüber. Und Krimbo wartet hier im Donut. Scheiße schon nach vorne. Wird jetzt gleich auf Contact treffen. Krimbo mit der Double Bretter. Muss hier mindestens zwei mitnehmen. Komm schon, Krimbo, den ersten. Krimbo. Krimbo, komm schon noch einen, bitte. Guter Schaden. Halbwegs, aber JDC hat die Zeit genutzt. Ist schon on Zeit. Macht er klar. Da ist die Smoke, die liegt. Der Plant verhindert. Jetzt kommt von da hinten auf jeden Fall Syrson. Der musste tapsen. Der muss durchrennen. Schön gemacht. Und er kommt da nicht mehr weg, der Spieler. Was macht Spabaku? Der rennt nochmal Richtung B. Rennt Richtung B, ist richtig. Der Plant sollte klappen. Schade, kann man nicht verhindern. Das Geld will man mitnehmen. Aber die Runde muss man unbedingt holen. Jetzt wichtig zusammen ausspielen von Tapsen und JDC. Wäre super wichtig. JDC, Tapsen ist schon sehr weit vorne, könnt jetzt hier gleich in den Spieler, könnt gleich in ihn reinrennen, bitte mach den Frag, Tapsen. Komm schon, der Bait von JDC kommt gut. Jetzt, bum, 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 stark gemacht einfach, geil, geil gespielt und da sind sie doch. Schöne Pistol, wieder vom Weg und jetzt bloß nicht die Force Play verlieren. Drückt die Daumen, das ist die wichtigste Runde. Das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen im Hinterkopf bei Big. Jede Force Play, also von vier Stück, wurde eine, wurden drei oder zwei schon gewonnen hier von Pemita. Komm schon. Natürlich werden die reinkaufen drüben. Der Plant war natürlich nochmal das alles, was er rausgeholt hatte, gibt es Spabaku. Aber let's go. 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9. Meine Lieben. Genau so geht's jetzt. Das will ich sehen. Und dann, zum allerersten Mal für alle Fans, wird hier einfach das Ding runtergespielt. Und zugemacht. Nicht in Overtime. Also Daumen drücken, belieben für Big. Die gehen natürlich auch aggressiv, müssen sie gehen. 2 MP9s, 2 M4s. Warum hast du es da? Boah, sind richtig aggressiv, die Jungs. Sehr, sehr aggressiv. Dapsen kriegt den Connector nicht rein. Schwierig, Tomiko. An der Smoke. Jetzt muss natürlich JDC aufpassen. Der geht nochmal nach vorne. Wichtiger Frag hier von JDC. Und Zeit fällt Prosus. Man ist auf dem Spot drauf. Was macht Syrson? Versucht es hier nochmal vielleicht ein bisschen. Aber wichtiger Bang von JDC ist angehittet. Ja, genau! Schon wieder ist es hier der Gegner. Der hier Shots durch die Smoke regelt. Das ist Krimbo 1 gegen 3 Klatsch. 2 sind super low. Spabaku ist der mit dem meisten AP. Wichtiger erster Frag. Jetzt kann er es machen. Krimbo. Und die Nate nimmt ihn raus. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder Lucky Punch durch die Smoke und dies und das. Und das ist schon wieder ganz bitter. Und diesmal sogar noch fataler. Das könnte der Neckbreaker sein für uns, leider. Das könnte ganz, ganz bitter sein für uns. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Schade.
DC fällt direkt, MP9, keine Chance in der Mitte. Na, ich glaube, diese letzte Runde, dieser Force-Ball schon wieder. Die Luft ist raus bei Beck. 11 zu 4. Da wird es gleich 12 zu 4 stehen. Full Echo muss sein. Und dann muss man hier komplette 8 Runden abreißen. Wahrscheinlich könnte das das Ende sein auf jeden Fall. Sieht sehr danach aus für Big. Oh Mann, schade. Schön von Grimbo, von Susan. Nochmal eine M4 geholt. Die Shots. Dodgt hier nochmal einiges. Boah, das fühlt sich für den Spieler. Schade. Ach Mensch. Ach Mensch, meine Lieben. Egal, ist alles Training. Mehr kann man nicht machen dann am Ende. Wir sehen die Player Break. Ich hoffe, da wird es keinen Wechsel geben. Das wird dann beim Lineup bleiben. Ich denke mal, man wird dann nach der Player Break oder vielleicht innerhalb der Player Break noch viel trainieren für die Intel Extreme Masters. Cologne. Für die Play-Ins, weil ich glaube, das wird das nächste große Event sein. Die nächste offizielle Spiele. Weil die müssen natürlich dann Gas geben. Dann muss dann alles laufen. Man hat ja mitten in der, gefühlt in der ersten Halbzeit der, der Season sozusagen gewechselt. Mentu raus. Sinn raus. Das können wir nur hoffen. Full Stack jetzt hier. Wir sehen es von den CTs. Granate kommt gut. Von Mask. Straight hier rein. Jetzt nimmt man ihn auch nicht raus. Der gönnt sich hier den 4K-Tapsen. Wartet auf irgendjemanden, aber der wird auch niemanden finden. 12 zu 4. Ja, aber... Also wenn die wirklich shady wären, dann wird es schon Leute geben, die da auf jeden Fall einen Dings da reinschicken werden. Einen Timetable. Und ich denke mal, das würde Big auch callen, wenn es so wäre. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die haben ja auch ein Auge dafür. Denn Sonics würde das auch sagen. Ich denke einfach, es ist einfach dieses Smoke Place. Es gibt so viele, ich glaube, es gibt gefühlt, glaube ich, in CS2 mehr Smoke Fracks als früher. Es ist heftig. Und wenn man einmal im Tunnel ist, dass man denkt, der Gegner hat an, dann denkt man das die ganze Zeit. So, jetzt hat man nochmal Waffen. Jetzt 8 Runden Gas geben. Knochenregel zuschlagen lassen. JDC, wichtiges Ding in der Mitte. Komm schon, believe in. Einfach jetzt wirklich eskalieren. Zeigt uns Big, was ihr drauf habt. Kämpft ihr nochmal. Wirklich. Seid richtige Kampfschweine. Prosos, wichtiges Ding jetzt hier. Prosos, komm schon. Der Spray, der will nicht komplett reingehen. Egal, aber wichtiger. Double von ihm sogar. Es ist, sind nur noch 2 Spieler, Susan. Oh mein Gott, dass nicht zu viele Spieler verlieren. Wichtiges Ding von Tapsen. Let's go. Big, gibt noch nicht auf. Fühlen sich noch nicht geschlagen. Gönnt uns doch mal jetzt hier 7 Runden. 7 Runden für Big. Und wir sind in der Overtime. Kommt schon. Let's go. Let's go. Gebt alles. Ich will ja auch nicht irgendwas eintragen. Ich glaube dran. Es sieht nicht gut aus, natürlich. Aber jetzt die Runde hat nochmal Hoffnung geweckt. Einfach den Gegner immer wieder umschießen. Immer wieder ballern. Gucken, was Termiter macht. Aber wir können das auch. Wir können auch gut sein. Gute Utility hier runtergerasselt wird hier. Gegen den Seitengang. Guckt euch an, Tapsen spielt jetzt den Seitengang jetzt hier anscheinend. Die hat normalerweise mal Prosus gespielt. Nicht der Meinung. Ah, diese Prosus ist auch im Rücken. Immer zusammen, ne? Man macht es auch oft, man wechselt auch oft das mal einfach. Es gibt gerade Leute, die woanders spielen, als ja, genau. Susan fällt. Barbaku ist dabei. Doppeldecken, Tomiko holt sich Tapsen, Tapsen mal auf Inox. Prosus holt noch aufs Barbaku. Jetzt geht's hin und her. Jetzt brauchen wir einen Helden. Jetzt brauchen wir Prosus hier, der die Runde rettet. Ansonsten ist es fast vorbei. Tomiko kriegt Unterstützung von seinen Mates. Prosos gegen Tomiko. Oh so, das Timing ist gut. Aber nein, der connectet nicht. Das ist Grimbo um 1 gegen 3. Er muss jetzt hier mega klatschen. Oh Mann. Sieht gar nicht gut aus für uns. Da müssen wir heute leider Vermieter sagen. Hier auf Ancient haben sie uns klar hops genommen. Mehr kann man da nicht machen. Gestern war man so confident wahrscheinlich mit diesem 13-0 war megamäßig. Weil sie jetzt erstmal Mask besiegen. Mask nochmal Gegner Nummer 1, der kommt gerade vom Timing her perfekt. Ach, den schafft man nicht. Schade. GG, well played. Damit gewinnt Permita hier 2-0. Schade. Schade, schade, schade. Bisschen traurig bin ich jetzt schon natürlich. Kannst nichts machen. Trotzdem, positiv bleiben. Die Jungs sind noch, ja, sind noch jung, sind noch frisch. Das ist einfach so. Auch dann nicht TBX. Ich weiß, das ist ein bisschen getrollt, aber, oder TXB, Entschuldigung, aber einfach entspannt bleiben. Der Punkt ist einfach, man muss auch ein bisschen Geduld haben.
Counter-Strike ist einfach auch so ein Spiel, da muss man ein bisschen länger auch zusammenspielen. Wenn man die ganze Zeit nur alleine zockt, sage ich jetzt mal, oder immer wieder einen Wechsel fordert, was auch immer, dann wird es immer schwierig und dann wird es krass. Der Druck wird erhöht, die sind natürlich auch unzufrieden. Also ich glaube persönlich sogar, weil unsere, zwar macht man jetzt gerade was im Nachwuchsbereich jetzt wieder mit dem Big Selector, vielleicht habt ihr davon schon gehört, Big hat anstatt Big Academy haben sie das Big Selector gemacht, da wollen sie mehrere Titel sozusagen, junge Spieler fördern, wahrscheinlich jetzt erstmal mit Counter-Strike, wahrscheinlich danach noch Valorant, League of Legends, weiß auch immer, für Spiele noch so kommen, möchte man dann die Spieler dann hochreißen, wahrscheinlich aber erstmal seine eigenen Titel, die man im Haus hat, deswegen muss man da Zeit lassen, ansonsten glaube ich, wird man irgendwann sehen, dass Big international geht, wie andere Teams auch, und ich glaube, die meisten Fans wollen das wahrscheinlich alle gar nicht, ich glaube, das ist nicht so das Ding, was man möchte, wäre natürlich schön, glaube ich, eher, wenn sie weiter ein volles deutsches Lineup haben und, ja, und wenn man den Spielern keine Zeit gibt, ist es halt schwierig. Den Sinn fand ich super stark. Die hätte man Zeit geben müssen, viel mehr Zeit geben müssen, um sich noch zu entwickeln, den Druck zu erhalten. Ein Hype ist auch noch da. Also ja. Trotzdem spannendes Match gewesen. Ja, bin ich bei dir. Auf Nuke war es viel spannender, definitiv, als auf Ancient. Da hat es mir nicht so gefallen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Da war einfach der Fluch drin, immer die Force bei zu verlieren. Ja, bitter. Ich glaube, die Player Break ist jetzt, glaube ich. Anfang Juli oder so. Ich weiß nicht mehr, ob das noch Turniere gespielt werden, aber die müsste jetzt Anfang Juli sein oder so für einen Monat. Ich glaube, der ganze Juli ist Player Break oder so. Und dann geht es ja dann Anfang August, Mitte August dann ja weiter mit der Intellect Stream Masters Alone. Ich glaube, das ist das erste große Event wieder. Bin aber nicht 100% sicher, will mich jetzt nicht da irgendwo die Karten legen. Ich glaube, auch die Teams werden sich einfach dann Player Break so machen, weil es gibt ja mittlerweile so viele Turniere und Organisationen, oder Turnierorganisationen, die da Sachen ballern, Turniere schmeißen. Da weiß man halt auch gar nicht mehr genau, wann da wirklich noch überhaupt Zeit ist dafür. Aber jetzt irgendwie im Sommer, Juli, Anfang August, so in dem Bereich müsste es eigentlich sein. Die Sommerferien halt irgendwie so in dem Bereich ist eigentlich Player Break meistens. In dem Sinne, danke trotzdem fürs Reinschauen. Drückt die Daumen, dass Bleed gewinnt. Die kann ich heute nicht übertragen. Wenn die Bleed heute gewinnt mit Faven, dann werden wir morgen auf jeden Fall den ganzen Tag euch noch, wenn ihr Bock drauf habt, die CCT übertragen mit Bleed und seinem Team. Werden wir verfolgen und den Rest auch. In dem Sinne, habt trotzdem einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Mittag natürlich erst noch, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter. Hier in Berlin ist komplett regnerisch, soll aber morgen gut werden, wahrscheinlich vielleicht bei euch auch. Und damit bis morgen, wer Bock drauf hat. Und danke für die Komplimente natürlich. Macht ja auch trotzdem Spaß, die Jungs zu feiern. Und morgen werden wir Faven unterstützen, wie gesagt. Also, ich bin raus. Wir sehen uns morgen, wenn Faven durchkommen sollte. Und dann bis bald. Ich raid jetzt rüber zu CCT. Macht es gut. Euer Albi. Ciao, ciao.